Machen wir mal ein kleines leichtes Gespräch, sage ich wieder, lassen wir uns treiben. Immer daran denken, ich erkläre es nur den Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Wenn man Hodo Feeling sich näher damit beschäftigt, heißt es, man beschäftigt sich mit sich selbst. Ja. Dieses Gefühl, alles zu sein, der, der immer ist und jeder Moment, der neu in dir auftaucht, ist die Umformung, deine Information ist jetzt dein neuer Körper. Und die simplen Beispiele, die ich mache, die basieren auf einer extrem tiefen arithmetischen, ich benutze mal das Wort, physikalischen Struktur. Und es geht nicht, wenn du das einmal hörst, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich bringe mal ein kleines Beispiel, selbst bei alten Hasen. Ich habe hier immer wieder meine Metapher mit unserer Zeitachse. Ich stelle das einmal bildlich dar. Ist natürlich für mich jetzt, ich muss umdenken, weil wenn du das Bild, das du jetzt vor dir hast, dieses Monitorbild, würdest du jetzt der Udo sein, siehst du das ja spiegelverkehrt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt von mir sage und ich mache jetzt eine klassische Zeitachse, nenne ich das die Vergangenheit und das die Zukunft, was natürlich bei dir jetzt umgekehrt ist, weil von dir aus gesehen ist das Vergangenheit und die Zukunft. Das ist die Minusachse und das ist die Plusachse, was ja bei mir wieder gespiegelt ist. Halte es fest, ich sage jetzt das nicht zufällig. Die Spiegelungen sind ja vier Spiegelungen und zwar komme ich jetzt einmal auf unsere Tetraederstruktur oder ich nenne das auch immer die Camera Obscura. Dass du wirklich merkst, dass das so ein göttlich geniales System ist, auch in den Physikbüchern beschrieben, wo aber keiner versteht, den du dir ausdenkst. Und ich erkläre auch, wieso, weil die du dir ausdenkst oder die in deinem Indivisionalbewusstsein in Erscheinung treten, sind schlichtweg und einfach hier Antagonisten in deinem Traum und du bist der Protagonist, wenn du an dich selbst denkst. Darum heißt Protagonist nicht nur die Hauptrolle. Da steckt ja das OB schon mit drin. Die Quintessenz ist OB und ich behaupte ja, dass ich du bin in unserer Hierarchie. Ja. Und Regie, der Regisseur, der die Regie führt. Ich sage immer, beim Videospiel in einem Singleplayer-Modus ist es der, der den Joystick in der Hand hält. Weil du letztendlich bestimmst, welche Bilder in dir auftauchen durch deine Reaktionen auf die bestehenden Bilder. Und dann bestimmst du es doch wieder nicht, weil wir ja zwei Seiten haben, weil du ein träumender Geist bist. Ja. Das heißt, erst wenn du dich darüber hebst und ich sage mal den Spieler, jetzt für uns symbolisch ein Affe mit einem Joystick in der Hand, der vor dem Monitor sitzt, der sich, während er spielt, komplett mit dieser Figur, mit diesem Avatar, dessen Rolle er spielt, auf diesem Monitor verwechselt. Ich erwähne immer so weit, jetzt rein einmal, geh den Gedanken mit mir, denken uns jetzt Menschen aus, eine Person, die vom Computer sitzt und ein Videospiel spielt und sich da in diesem Spiel verliert, egal was, ein Ego-Schuh, der hat irgendeine Aufgabe zu lösen und dann hat er den Joystick in der Hand und er reagiert auf Bild und jede Reaktion verändert maßgeblich den Bildschirminhalt. Der jetzt sitzt und reagiert, ist eigentlich ein reines Reaktions-, ein Mech-Animus, ein reines Konstruktionsprogramm. Und von uns aus gesehen, was ausgedacht ist, das symbolisiert unseren Reaktionsmechanismus. Ja. Erleben tut es der, der sich den ausdenkt, der Geist, der dann hinter dieser Maske, hinter diesem blauen Ich steht. Einfacher kann ich es nicht ausdrücken, wenn man das immer wieder wiederholt, ist das das Einfachste der Welt. So ist. Und das ist der Protagonist und der Regisseur, insoweit der Regisseur zumindest für die Bilder, die er aufgrund seiner Reaktionen auswirft. Das ist jetzt, ich mache nochmal, um das klar zu machen, in dir taucht jetzt, das ist natürlich komplexer, das Gefühl von Hunger auf und du reagierst drauf, das wäre jetzt eine Eingabe mit, ich habe einen Hunger. In dem Moment, wo du das denkst, taucht dir in dir die Stimme auf, ich habe einen Hunger. Du Ja. bist, ich sage jetzt mal, nicht der, der das denkt, sondern du bist der, der das beobachtet. Ja. Den du jetzt dir ausdenkst, das heißt, dich selber, der sich das denkt, ist schon was Ausgedachtes. Ja. Und ich sage immer wieder, die zwei Seiten, dass jeder Reizauslöser, wo darauf reagiert wird, im Hintergrund im selben Moment auch wieder eine Reaktion ist. Das heißt, das Gefühl von Hunger, reagierst du, ich habe einen Hunger, mit diesen Worten, die du dir denkst, und diese Worte, ich habe einen Hunger, sind auch ein Reizauslöser, nicht nur eine Reaktion mit der nächsten Reaktion, ich muss mal Brot machen. Ja.
dieses, ich muss mal Brot machen, heißt zwangsläufig, dann wirst du in die Knie laufen. Das denkst du jetzt nicht, ich gehe in meine Küche, sondern die Bilder tauschen sich in dir aus und du hast die Illusion, dass du von dem Punkt, wo du jetzt bist, in die Küche läufst, vom Wohnzimmer in die Küche. Aber ich sage, du tauschst ja nur deine Informationen aus, dann setzt du dich selbst in Bewegung. Ja. Das ist eine simple Metapher, die du jetzt nachvollziehen kannst und jetzt komme ich jetzt hier zu dem Drehen. Ich sage, alles, was passiert, und wir reduzieren jetzt einmal die Blickwinkel und alles bloß auf das, was im Monitor ist, diese ständig wechselnden Bilder, die immer jetzt sind. Mhm. Die entspringen ja aus der Datei in der Transversalen, die auf einer tieferen Ebene sind. Und jetzt erkläre ich das zuerst, und das ist jetzt, bringe ich wirklich was vollkommen Neues. Und ich kann immer wieder nur raumzeitlich einflechten. Ich mache jetzt so den kleinen Punkt, ich weiß, ich bin im Film Selbstgesprächen darauf eingegangen und in einem der Blindfeld-Vorträge habe ich das nochmal gebracht und selbst bei meinem Redo, den ich mir jetzt ausdenke, der das bestimmt 15 Mal vorher gehört hat, hat er das erste Mal ein richtiges Heureka bekommen. Das passiert auf einmal, du musst diese Sätze, die Ohrenbohrungen wiederholen und solange die in dir auftauchen, du suchst dir das ja nicht raus als träumender Geist, das ist sehr wichtig. Solange sich das wiederholt, dass du immer sagst, er sagt immer dasselbe, das muss ich mir nicht mehr anhören, begehst du einen riesengroßen Fehler. Es wird in dir nicht mehr auftauchen, wenn du das, was ich ständig wiederhole, wirklich verstanden hast. Zumindest die Grundmetapher. Ja. Und es ist schwierig, ich sage immer wieder, wenn ich jetzt ein Windows-Betriebssystem mit Windows-Programmen vergleiche, mit Basic-Betriebssystem und Basic-Programmen, ist in der Darstellungsmöglichkeit so ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, altes Beispiel von mir, um das in Ansätzen nachvollziehen zu können, kann man einen kleinen Trick anwenden. Und jetzt spreche ich nur kurz an diese Geschichte der menschlichen Entwicklung vom Säugling bis zum Greis. Wir spannen jetzt das Zeitfenster auf. Wir sagen, da ist das Entstehen, das abgenabelte Baby, der Säugling und da ist der Greis. Mhm. Kann man jetzt austauschen, spielt jetzt keine Rolle. Wir sind ja immer in der Mitte. Das heißt, wir denken uns jetzt die Entstehung eines Menschen, was wir Mensch nennen, ja. Das ist Säuglingskörper und wieder die Auflösung des Säuglingskörpers. Du merkst, das ist eine Spiegelung, da kommt es und da geht es. Aber wir wissen mittlerweile, was wir denken, entsteht hier und es vergeht hier. Und es kommt jetzt und es vergeht jetzt. Ja. Das heißt, weil mir die Zeitachse zusammenschiebt. Ja. Und jetzt haben wir ja diese 3x3x3 Wachstumsstufen. Mhm. Habe ich zigfach erklärt, was mir jetzt wichtig ist, den Trick, den man anwenden muss. Du musst erst erkennen, dass du in deiner momentanen intellektuellen Lage, ich sage die Seite, auf der du dich zurzeit befindest, du kannst nur zurückschauen, das, was du jetzt in der Erinnerung hast, was du angeblich erlebt hast, wo du dir einen Anfangspunkt setzt, da wurde ich geboren. Mhm. Aber du kannst zwar grob dich nach vorne denken, irgendwann in der Zukunft werde ich mich auflösen, aber das ist ja Blackbox, weil du die Seiten ja noch nicht gelesen hast. Die Seiten sind immer jetzt. Das ist die Geschichte mit dem Lebensbuch. Ja. Also man kann ganz leicht erklären, dass jetzt in deiner Personifizierung du immer nur auch, ich sage jetzt in dieser intellektuell-geistigen Entwicklung, du immer nur von oben nach unten schauen kannst. Das ist, wenn ich sage, der Sechsjährige, der ein Geschwisterchen kriegt, der ist so gescheit, der sagt, mein Brüderchen ist ja noch so dumm, das kackt ja noch in die Hosen. Ja. Das sagt der Sechsjährige, er kann nach unten schauen, das kann er nachvollziehen, dass das unter ihm nicht so weit entwickelt ist wie er. Er hat aber keine Möglichkeit, nach oben zu schauen. Und das sieht man ganz schön draus, wenn ich jetzt sage, derselbe wäre jetzt 14, 15 in der Pubertät, ich weiß ja, ich bin ja so gescheit, und dann denke ich jetzt an meinen sechsjährigen Bruder und sage, der kann ja nun ja mal lesen und schreiben, der fängt jetzt erst an, lesen und schreiben zu lernen. Ja. Jetzt habe ich den 14-Jährigen und dann kann man wieder einen Schritt höher gehen. Und ich sage jetzt, meinetwegen setze ich dich auf 25. Was ist, wenn du 25 bist für dich ein 14-Jähriger? Ein dummes Kind. Aber wenn wir jetzt an einen 25-Jährigen denken, wir jetzt, so wie wir uns denken, was denken wir von einem 25-Jährigen? Ja. Das ist immer, wenn ich jetzt so meinen Moritz denke, da ist eine Begeisterung da ohne Ende, aber der wird merken, was da noch dazukommt, wenn er hier mal nochmal 2-3 Mal so lang lebt. Stimmt oder stimmt? Und das Prinzip kann ich auch verstehen, wenn ich 15 bin, aber es erfordert Demut. Ja. So, wieso erkläre ich jetzt das nochmal? Weil wir jetzt einen Trick anwenden, und zwar jetzt im Geistigen, da du dich zurückstufen kannst. Und das ist jetzt das Beispiel,
um die Dimensionen zu verstehen, das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Sage ich, okay, du bist zurzeit ein Wesen, das dreidimensionale Vorstellungen, dreidimensionale Informationen in sich zu sehen bekommt, ja, plus Zeit. Ja. Und jetzt ist es so, wie sich das Ganze extrem verändert, wenn du einen Dimensionssprung machst. Mhm. Sage ich mir, denken uns jetzt einmal zwei Stufen zurück von dem, was möglich ist mit Holofeeling. Das heißt, mein altes Beispiel, du wärst ein Wesen, das nur Flächen wahrnimmt, das nur eine Fläche kennt, das die dritte Dimension nicht kennt. Das beschreibe ich in Ansätzen sehr perfekt, denn ich bin du schon, dass immer der Sprung in die nächste Dimension, die vorhergehenden Enden, zu einer Einheit verbindet. Da fange ich jetzt nicht nochmal an, sonst wird es zu arg. Das heißt, ich stelle fest, dass das, was ich Vergangenheit und Zukunft nenne, eigentlich ein Kreis ist. Mhm. Ja. Der Kreislauf, der ganz eigenartig ist, und du musst bei jeder Umdrehung musst du eine Stufe höher springen. Genau. Ja, ich nehme jetzt das jetzt einfach einmal so hin, aber was ich jetzt erklären will, wenn du nur flächig denken kannst und wahrnehmen kannst, und ich zeige dir jetzt einen Kreis und ein Dreieck, dann muss dir klar sein, dass du, wenn du das überhaupt verbindest, zerstört es den idealen Kreis und das ideale Dreieck und du kriegst dann irgendwie, wenn du die übereinander schiebst, nach wie vor Flächen, aber irgendein Wischiwaschi zwischen Kreis und Dreieck. Ja. Ja. Der Trick besteht darin, und jetzt kommt die Synthese von Kreis und Dreieck, das, was sich widerspricht, dieses tausendfach wunderschöne Beispiel, ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Und viele sagen, sowohl als auch, und ich sage weder noch. Das sind so Kleinigkeiten. Ich kann immer nur sagen, diese Kleinigkeiten sind extrem wie ich dick, dass du das verstehst, weil alles Leid, alle Ängste, die du erlebst, basieren auf solchen Kleinigkeiten, die du missachtest, weil du das missachtest, die Mist deiner Logik mehr vertraust wie dem, was ist. Mhm. Zukunftsangst wäre sofort von einem Moment auf den anderen weg. Wenn du begreifen würdest, dass in der Zukunft wirklich nichts passieren kann. Nichts passieren kann. Du kannst dir jetzt Zukunft denken, dann hast du jetzt eine Information. Die ist feinstofflich. Es ist ein Gedanke, ein Bups in deinem roten Kopf. Und das zu materialisieren kann es auch nur jetzt sein. Das, wenn ich so versuche, mal in einer Minute ein Glas Wasser zu trinken. Hm. Ich kann das jetzt denken, aber du kann ich das bloß jetzt. Hm. Okay, also wir haben Kreis und Dreieck. Wenn ich die verbinde zu einem Kegel, kann ich nicht sagen, die nächsthöhere Dimension ist Kreis oder Dreieck, ist ein Kegel Kreis oder Dreieck, weder noch, weil Kreis und Dreieck sind Flächen. Und wenn ich den Kegel jetzt drehe und einen Schatten wirf, das sind Schattenwürfe, zweidimensionale Projektionen von einem dreidimensionalen Ding. Ja. Dann habe ich immer zwei ursprüngliche und viele Wischiwaschis dazwischen, die entweder mehr kreisförmig oder mehr dreieckförmig ist. Ja. Das gilt übrigens für jedes Phänomen, auch in der Politik. Wenn ich jetzt Kreis und Dreieck rechts oder links nenne, politisch, und ich betrachte nur die Rechten, weil ich feststelle, innerhalb der Rechten gibt es welche, die sind noch rechter oder mehr links orientiert, und innerhalb der Linken gibt es auch wieder welche, die hin und her schwingen. Das Prinzip bleibt auch wieder, wenn du Einzelteile nimmst, hast du immer wieder diese Aufspaltung. Mhm. Okay. Da du jetzt ja dreidimensionale Vorstellungen erzeugen kannst, kannst du das so komplett nachvollziehen. Unser Thema ist, wir denken uns zwei Stufen zurück. Ja. Das heißt, du kannst aus dem Flächenkreis und Dreieck, wenn du die eine um 90 Grad drehst, kriegst du definitiv dann einen Körper. Zwei Perspektiven. Und natürlich viele zusätzliche noch. Jetzt geht man nur um die zwei Hauptperspektiven. Aber jetzt pass auf, das ist ein altes Beispiel von mir. Da du dreidimensional denken kannst, stellst du dir jetzt eine Kugel vor und einen Kegel vor. Und jetzt verbinde mal die. KGL. Du wirst jetzt feststellen, du hast im Prinzip dasselbe, wie wenn ich dir ein Kreis und ein Dreieck gebe. Wenn du das übereinander schiebst, gibt es irgendwie ein Wischiwaschi, das oberflächentechnisch dreidimensional gesehen weder Kugel noch ein Kegel ist. Die Verbindung, jetzt springst du aus der Welt der vorgestellten Bilder raus und du kommst in die Matrix, ins Programm. Ja. Dann sagt der normale Mensch, wieso? Und immer daran denken, es gibt in der Schöpfung keine Zufälle. Es ist ganz bewusst zu erschaffen. Du kommst jetzt in den doppelt aufgespannten Ort, ins Zentrum. Und zwar das Geheimnis liegt jetzt in dem Wort selber, weil unsere Deutsch-Ivri, unsere göttlich-deutsch
hebräische Vatersprache, das ist das gehört zusammen wie ein Betriebssystem mit den entsprechenden Programmen, die dieses Betriebssystem benötigen. Sieht das so aus, dass das Wort Kegel, wir haben ja zuerst einmal nur Konsonanten, Kegel und Kugel, du verbindest das, indem du erkennst, dass die aus denselben Konsonanten aufbauen. Ja. Dieses KGL, jetzt wird es interessant, heißt wie eine Welle, wenn wir das Hebräisch schreiben. Wir wissen das ja. Die Welle heißt, dass wir hier oben ein unendlich, oder unten kann ich jetzt sagen, ein Unendlicheck haben. Das ist der Kreis. Immer dran denken. 6, 6, 8, 16, 32 Ecken, wenn wir das größer machen, sieht es immer mehr aus wie ein Kreis. Und jeder Punkt auf den Kreis ist praktisch ein Zusammentreffen einer kleinen Ecke. Und es sind unendlich viele Punkte, dann sind da unendlich viele Winkel, kleine Winkel, die dann natürlich jetzt in der Vergrößerung vorgestellt ist, der Kreis. Wenn ich den Kreis setze, dass der aus unendlich vielen Punkten besteht, ist jeder Punkt eigentlich eine kleine Ecke. Ja. Und das Dreieck ist das kleinste zusammenhängende Ding, das ich mir flächig vorstellen kann, ist das Dreieck. Darum nenne ich das. Das eine ist ein D-Dreieck, ein geöffnetes Spiegeleck, und das andere ist ein Unendlicheck. Ja. Das ist jetzt der Trick mit dem Zurückdenken. Und jetzt machen wir mal dasselbe. Und jetzt kommt eigentlich mit den Drehungen. Das Grundprinzip ist, dass alles, was du siehst, du denkst jetzt einfach hier an Monitor. Es muss hier und jetzt auf dem Monitor auftauchen. Mhm. Ich kann in Arbeitsspeicher Filmdatei reinmachen. Da sind unheimlich viele Bilder drauf und unheimlich viele Töne drauf. Und wenn ich jetzt die abraste, ist wie die Buchseiten. Jedes Einzelbild ist immer jetzt. Was aber nicht aus der Datei, aus dem Buch herausgehoben wird, das ist eine Schicht, die sich dabei nicht verändert. Mhm. Das sind eigentlich nur herausprojizierte Facetten aus diesem Film, sind die Einzelbilder. Ja. Und jetzt machen wir das Spiel nochmal, was ich durch. Ich mache jetzt was Neues, aber ich fange nochmal mit der Erklärung an. Das heißt, wenn ich jetzt das hinhalte, einfach folge mir, du wirst gleich merken, das wird jetzt sehr abgefahren. Ich sage jetzt, der kleine Fingernagel hier, das wäre der Bildschirm. Das heißt, alles, was du siehst, das ist das absolute Hier und Jetzt, dieser Punkt. Jetzt hast du natürlich um dich herum eine Peripherie, die kann man so jetzt dreidimensional denken, als Kugel. Das ist das Zentrum einer Kugel. Sobald ich das erst einmal nur flächig sehe und ich nehme das als eine Zeitachse, dann habe ich hier praktisch von mir aus gesehen die Vergangenheit und hier die Zukunft. Bei dir ist es umgekehrt. Da wäre jetzt das die Vergangenheit und das die Zukunft. Wir haben schon wieder die zwei Seiten. Mhm. Okay, jetzt ist es alles, was du denkst, denkst du jetzt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Ich rede mit einem Geist und nicht mit irgendetwas, was du dir ausdenkst. Ja. Was du denkst, ist hier und jetzt deine Information, und jede neue Information, die in dir auftaucht, tauscht die bestehende Information aus. Das heißt, wenn ich jetzt das Vergangenheit nenne, von mir aus gesehen, und das Zukunft nenne, und ich weiß aber, dass ich mir jetzt denken kann, dass da was entsteht und hier vergeht was. Ich kann mir hier an Urknall denken, vor so und so vielen Milliarden Jahren. Und dann wirst du feststellen, zwangsläufig, um das symmetrisch zu halten, wird der Physiker dir erklären, dass irgendwann in der Zukunft, in so und so vielen Milliarden Jahren, das wieder, dieses ausgedehnte Universum, wieder implodiert. Und ich mache jetzt schon wieder den Fehler, alles, was ich denke, denke ich jetzt, dass ich meine, es ist in der Vergangenheit explodiert und in der Zukunft implodiert ist. Ich sage, jeder Gedanke, den du dir jetzt denkst, das ist wie eine atmende Kugel, genau. Eine Zwiebelschale, explodiert jetzt. Ja. Durch den neuen Gedanken muss der implodieren, weil der neue Gedanke auftaucht. Ja. Das ist nachvollziehbar. Ja. Also machen wir mal die Vergangenheit und die Zukunft weg. Das heißt, diese zwei Raumhälften denken wir uns jetzt einmal komplett weg, weil es ja nur jetzt gibt. Und wir drehen jetzt diese Achse in die Transversale, wie ich das nenne, kann man auch die Vertikale nennen. Das ist die Longitudinale. Ja. Ja. Dann haben wir dasselbe Problem, was jetzt passiert, dass wir, wenn ich jetzt das drehe, ich mache jetzt also Folgendes, jetzt muss ich von dir aus gesehen, die erste Drehung, wo ich mache, ich stelle es einmal so dar, von dir aus gesehen ist das ja die Vergangenheit. Gehe ich einmal an, weil das bei mir die Zukunft ist. Ich drehe mal die Vergangenheit nach unten. Jetzt sieht es aus, dass ich nur noch das Jetzt habe. Das ist die Jetzt-Achse, das wäre Vergangenes, Zukunft, Vergangenheit, je nachdem, von welcher Seite wir das anschauen. Und alle Bilder sind nach wie vor jetzt. Genau. Das heißt, jetzt ist interessant, unsere Achse, wenn wir das arithmetisch sehen oder
Für Funktion haben wir hier den Nullpunkt, da haben wir die Plusachse und da haben wir die Minusachse. Mhm. Jetzt ist es also so, dass hier dein Wissen, das du in dir trägst, das ist dein Programm, ermöglicht dir Hochrechnungen zu machen. Hochrechnungen zu machen, das heißt, du konstruierst die Zukunft mit dem Wissen, das du jetzt zum Denken benutzst. Du sagst zum Beispiel, jetzt ist es hell, dann wird es automatisch wieder dunkel. Das denkst du aber jetzt. Mhm. Wenn es jetzt bei dir hell ist und du denkst, in ein paar Stunden wird es wieder finster, rechnest du dir mit dem Wissen, was hoch, wird aber jetzt gedacht. Genau. Und umgekehrt. Du kannst jetzt auch dir hier meinetwegen an den Supermarkt denken und du sagst jetzt, in zwei Stunden fahre ich zum Einkaufen, das denkst du jetzt. Ja. Du kannst jetzt genauso meinetwegen, ich hole mir Milch. Mhm. Das denkst du jetzt, aber du sagst, das mache ich erst in zwei Stunden. Das heißt, du rechnest dir was in die Zukunft, was aber hier und jetzt gedacht wird. Ja. Das hat man schon. Jetzt haben wir nämlich zwar nur noch die Jetzt-Achse, keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr mit dieser Art zu denken. Das ist jetzt schon der Computer, der aus einer Datei Bilder herausholt, aus seinem Arbeitsspeicher. Mhm. Aber wir sind immer noch, wir trennen uns immer noch zwar in der Jetzt-Achse in eine Erinnerung, in ein Inneres, aus dem wir was uns ausrechnen und vorstellen, aber das überlegen wir uns jetzt. Im Jetzt. Ja. Zu den Überlegungen. Merkst du, wie die deutsche Sprache mitläuft? Das ist alles tausendfach erzählt. Ich erzähle noch was Neues. Jetzt drehen wir das nochmal um 90 Grad. Genau. Okay, und jetzt stellst du dir vor, du hättest jetzt vor dir einen Spiegel drin. Ja. Dann ist es ganz interessant, haben wir die zwei Spiegel. Da ist das absolute Jetzt in der Mitte und da iteriert jetzt irgendwas. Jetzt mache ich es schon so hin und her. Es ist nicht mehr in der Vergangenheit und nicht mehr in der Zukunft. Ich rechne mir nichts mehr hoch und es kommt nichts mehr aus innen, sondern das Innen ist jetzt wirklich das absolute Innen. Ja. Und ich stelle mir das vor und diese Reihe von Spiegelungen, die ich mir vorstelle, die ja jetzt eindeutig räumlich vor mir sind, jetzt, hier und jetzt, aber trotzdem in dieser Z-Achse, wie man das nennt. X, Y, Z. In der Z-Achse, in der Geburtsachse, die ich mir denke, habe ich trotzdem noch eine vorgestellte Tiefe. Aha. Und jetzt, wenn ich aus dem Denken herausgehe, mich erhebe, was ich sage und das beobachte, und ich weiß, ich bin ja eigentlich bloß der Geist, der zwischen zwei Spiegel steht in dieser einfachen Metapher. Es gibt ja nicht einmal das vor mir und hinter mir, dann fällt es in einem Punkt zusammen. Okay. So, das muss, wenn du das weitergehend verstehen sollst, und ich sage, das ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung, um dir jetzt erst einmal zu erklären, dass sich alles in einem Zentrum abspielt. Mhm. Im Zentrum des Geistes, wo wir Zwiebelschalenperipherie jetzt schon ausgedachterweise uns ausdenken. Yeah. So, das erste Trick, wo wir jetzt machen, wir denken uns hier eine Reihe, ich fasse das einmal von oben an, die ist ja unendlich. Ich sage, wenn wir das drehen, drehen wir die Vergangenheit nach unten. Mhm. Das ist das Wissen, das wir haben, das wir angeblich in unseren Schwammunhalt in der Vergangenheit uns angeeignet haben, was ja jeder Moment, wo wir was gelernt haben, haben wir ja jetzt gelernt. Das ist ja jetzt in uns aufgetaucht. Genau. Das ist aber einseitig gedacht. Ich kann das nämlich auch anderszeitig rumdrehen, dass ich die Zukunft nach unten setze. Mhm. Ich sage immer, wenn überhaupt du zeitlich denken willst, komme ich UB mehr aus deiner Zukunft wie aus deiner Vergangenheit. Du solltest das erste Selbstgespräch machen, weil jetzt haben wir nämlich die Zukunft, wenn wir die jetzt uns als eine Linie ins Unendliche denken, ist das ganze Wissen, das in einer unendlichen Evolution, man stellt sich ja die Evolution als eine chronologische Zeitreihe vor. Und das heißt, umso mehr diese Evolution vorbereiten und immer dran denken, exfolfere Evolution heißt herausrollen. Das wirst du erst verstehen in dem Moment, Evolution, wenn du die Worte nicht entheiligst. Es rollt hier und jetzt aus dir was heraus und dann kommt eine Revolution, ein Zurückrollen und dann kommt die nächste Evolution. Jeder von dir bisher ausgedachte Mensch geht davon aus, dass die Evolution eine Entwicklung ist über Jahrtausende, über Jahrmillionen, angefangen bei dem Urknall bis jetzt, weil du so programmiert bist. Mhm. Und wir machen jetzt Folgendes, jetzt drehen wir das einmal die andersrum, dass man die Zukunft, und Zukunft symbolisiert eine Evolution bis ins Unendliche. Und umso weiter die Evolution fortschreitet, befindet sich ja das komplette aufgespeicherte Wissen in der absoluten Zukunft von dem, was
seit dem Urknall passiert ist, befindet sich am Ende. Weil ja. das, was aufgetaucht ist, in der Evolution implodiert ja dieses ganze Wissen, implodiert ja dann wieder in diesen Urknall hinein. Genau. Das ist der rote Kopf, das ist das Zentrum, das ist UB. Wenn ich jetzt sage, da ist ein Nichts, das explodiert, das ist unser All, unser Nichts, ja. wird dieses Nichts wieder, dieses All wieder zum Lichtschöpfer, weil es hinein implodiert, was er letztendlich hier aus sich heraus verstreut hat. Das passiert aber nicht im Moment innerhalb von der Zeit, sondern wir machen jetzt dieses ganze Wissen in uns, ja. wo wir nur kleine Facette hochheben. Das ja, ist die Effe, genau. ein Ex, ein Herausrollen und dann wieder hineinrollen, dass man neue Facette herausholen. Das ist die Sache mit dem Puzzlestückchen. Ja. Mhm. Dann wollen wir jetzt hier zweigleisig. Das ist jetzt verknüpft sich das Ganze. Ja. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Solange wir jetzt eine Reihe haben, habe ich jetzt immer noch gesagt, wir haben einen Anfangpunkt und einen Endpunkt. Und jetzt ist es so, dass ich dir sage, eine Linie, die du dir denkst, steht in Ich bin du schon ganz am Anfang. Das ist diese Geschichte, der eine Punkt, du kannst was zerdenken oder du kannst den wissenschaftlichen Weg gehen, eine Vielheit schaffen durch Zerdenken. Das ist das Atom, das Undeutbare ist. Irgendjemand, den du dir jetzt ausdenkst, hat irgendwann einmal gesagt, aus was besteht dieses Undeutbare? Das ist schon ein Missachten eines heiligen Wortes und dann stellt er plötzlich fest, der hat gar nichts festgestellt, ich denke mir jetzt einen aus und dem muss das ja eingefallen sein, hey, das ist ja ein Proton und ein Elektron, wenn es ein Wasserstoffatom ist. Da gibt es nichts zu sehen, was dir jetzt klar sein sollte. Das kann nie in der Vergangenheit normal gedacht eine entdeckt haben, sondern das hat man dir erzählt. Das sind die Märchengeschichten, die einen tiefen symbolischen Sinn haben, aber zu entdecken gibt es da überhaupt nichts. Es sind reine Vorstellungen. Die sind komplett austauschbar. Denken und vorstellen kann sich das bloß, ich sage jetzt wieder du als Computer, wenn du dieses Wissen, dieser Schwamminhalt kann Bilder aufbauen in dir. Auch was ein Mensch ist, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Ich programmiere dich um und dann siehst du aus wie Alien. Ja. Und dann ist das für dich so, weil es dir logisch erscheint. Genau. Für dich ist auch unheimlich logisch bisher bis Solo-Feeling gewesen, dass wenn du jetzt an irgendwas denkst, dass du mit dem Zeug nichts zu tun hast. Wenn du jetzt an ein heliozentrisches Weltbild denkst, mit dem habe ich ja nichts zu tun. Das war ja schon da, bevor es mich gegeben hat. Das ist wie geistlos ist ein Geist eigentlich, wenn er glaubt, dass er mit dem, was er jetzt denkt, nichts zu tun hat. Das wird es gar nicht geben, wenn du es nicht denken würdest. Dasselbe gilt übrigens, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, wo du sagst, das bin ich. Das ist eine riesengroße Falle. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Geschwätz. Es ist hundertprozentig sicher, dass dein Körper nicht existiert. Das, was du bisher als dich selbst betrachtet hast, in dir als Information, wo du eigentlich drin steckst, wenn du an meine Sache mit den Schädeln, wo du dich einhüllst damit. Mhm. Es existiert, es ist eine Information wie jede andere Information auch. Ja. Gut, wenn man das jetzt einigermaßen zu akzeptieren anfängt, da bist du immer noch es dir, du bist immer noch der Mensch. Kommen wir zum nächsten Problem, wo ich sage, das ist an und für sich, ist das ein Kreis. Ja. Und jetzt pass auf, das ist eigentlich die Linie, die wir denken, geht nicht hier und hier, diese einzelne Linie, wie man sich das räumlich vorstellt, in uns Endliche, sondern Anfang und Ende verknüpft sich. Ja. Das ist diese Sache, ich bin du, ich mache nochmal der wissenschaftliche Weg, wir denken uns jetzt ein einzelnes Bild. Aha. Und wir sagen jetzt, das ist jetzt ein Puzzle, wo wir dieses Bild in kleine Putzelstücke einteilen. Das ist übrigens jedes Bild, wenn du jetzt zum Beispiel nur jetzt einmal hier in dein Gesichtsfeld reinschaust, dann wirst du feststellen, dass wenn du jetzt ganz starr sitzen bleibst, hast du ein gewisses Gesichtsfeld, nennt man das, und da habe ich so oft mit der Tastatur gesagt, du musst jetzt Puzzlestücke rausholen. Schon wenn du jetzt in dein Gesichtsfeld die Tastatur holst, sind alle Tasten gleichzeitig da. Ja. Aber du wirst jetzt feststellen, das ist ein Bild. Und wir sagen, jede Taste ist ein Puzzlestück. Ja. Und wenn ich jetzt schauen will, das mir genauer anschaue, fokussiere ich mich in dem Bild, fokussiere ich ein Puzzlestück. Das ist immer mein berühmtes Schau auf die Taste mit dem Plus, da ist ein kleiner Stern drüber und rechts daneben ist eine Schlangenlinie. Genau. Beim Kopf, beim Kuh, wenn du hinschaust, ist der Klammer auf einmal drauf. Mhm. Das ist natürlich, wo ich immer darauf hinweise, dass jetzt rein zufällig das hebräische Wort Kopf mit dem Kuh beginnend, dass das Affe heißt. Wieso ist da der Klammeraffe drauf? Ist jetzt das Zufall, der die Tastatur, den ich mir jetzt ausdenke, der die Tastatur entwickelt hat, wie die belegt wird, diese Normierung belegt hat, hat er sich
hat er das gewusst, dass das hebräische Wort Kof, der Buchstabenname, auch Affe heißt, dass er da den Klammeraffen drauf macht. Es ist immer, dass du wegleidest und meinst, dass irgendwelche Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, irgendwas entdeckt oder erfunden hatten. Ich sage, es ist auf deinem Wissensspeicher drauf und du denkst dir dann den Philosophen oder den aus und jeden, den du denkst, der entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst. Ja. Und der hat dann das getan oder erfunden in der Vergangenheit, was du dir denkst. Da gibt es keine Ausnahme, die die Regel bestätigt. So ist es. Wenn du jetzt sagst, der Udo Petsch hat die Holofeeling-Bücher beschrieben, dann ist das für dich so. Aber ich sage immer wieder, das ist auch eine Figur in deinem Traum, die du dir ausdenkst. Ja. Du musst in den roten Bereich rein. Und jetzt machen wir nochmal ganz von Ich bin du, dass das wirklich verstanden wird. Dieses Bild, das jetzt da ist, unsere Tastatur, ist ein Puzzle. Und die Wissenschaft macht Folgendes, die betrachtet jetzt ein Puzzlestückchen genauer, so wie wenn wir die Taste anschauen. Ja. Und dann kann ich wieder sagen, in dem Moment, wo du ein Puzzlestück herausselektierst, vor dich hinstellst, geht alles, was drumherum ist, verloren. Du gehst in einen kleinen Bereich rein. Ja. Und dieser kleine Bereich, dieses Puzzlestück, was du feststellst, ist wieder ein Bild. Es ist wie die Taste hier, wo plus ein Sternchen in der Schlangenlinie drauf ist. Ja. Und dann gibst du von dem Bild wieder ein kleines Stückchen raus und schaust es wieder genauer an. Und du wirst feststellen, dass das kleine Stück wieder zu einem Bild wird. Und dann nimmst du das wieder raus und dann kommst du hier in eine Selektion, Kollektion, Selektion, aus der Kollektion wieder Selektion. Das ist der Weg der Naturwissenschaft. Du zerdenkst dich immer mehr und läufst aber in irgendeine winzig kleine Facette, Sackgasse hinein vom Heiligen Ganzen. Ja. Der mystische Weg ist genau in die andere Richtung. Da hast du das Bild und du fragst dich, woher kommt das Bild? Mhm. Das macht der Mystiker und er stellt jetzt fest, dass dieses Bild aus einer größeren Kollektion entspringt. Ich mache mal mein Beispiel mit der Küche. Aha. Du siehst einen Herd und du fragst dich, woher kommt dieses Bild und dann landest du in einer Küche. Mhm. Das ist jetzt wieder dieses Bild, ist wieder nur ein Puzzlestück und du fragst dich, wo kommt das her und dann landest du plötzlich in einer Wohnung. Und dann ist die Wohnung plötzlich eine kleine Zelle aus einem Block, aus einem Wohnblock. Und das wiederum, der Block ist eine kleine Zelle von einer Straße in einer Stadt. Das heißt, das ist der Weg des Mystikers. Der verliert sich nicht in winzig kleine Details, wo er sich aufgeilt, in einer einfachen Sprache, sondern er fragt sich immer, woher kommt es eigentlich? Der geht in die andere Richtung. Und in Ich bin du heißt es, mein Menschensohn. Beide Wege gegangen. Ist beide Richtungen bis ans unendliche Ende gelaufen und hat festgestellt, dass beide Enden letztendlich in einem und denselben Punkt enden. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich mir das als Kreis vorstelle, bleibe ich in der Peripherie. Der Punkt ist nicht etwas Ausgedachtes, sondern der Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Und da kann ich jetzt arithmetisch immer wieder sagen, ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Und die Linie oder die Reihe, die wir uns jetzt, die Strecke, die wir uns ausdenken, diese unendliche, vorgestellt, weil wir es in den Schulen als Affen so gelernt haben und nachäffen, ist ein Aneinanderreihen von unendlich vielen Punkten. Aber wenn ein Punkt ein dimensionsloses Nichts ist, kann ich unendlich viele dimensionslose Nichts aufeinanderlegen, das bleibt nichts. Ja. Es ist auch in unserem Spiegeltunnel, jeder Spiegel ist im ersten, hier im allerersten Spiegel drin. Genau so. Ich muss aber den Vor- und Hinter-mir-Spiegel zuerst mir ausdenken. Es gibt im Spiegel kein Bild, Beelet im Kind, wenn nicht vor dem Spiegel was steht. Absolut. Erst wenn vor dem Spiegel was ist, ist auch was hinterm Spiegel. Gleichzeitig. Ich könnte jetzt sagen, als Materialist, erst wenn du da außen was anschaust, hast du eine Information. Nein. Aber das müssen wir wieder umdrehen. Das heißt, erst wenn du im Spiegel dir was denkst, entsteht eine Vorstellung, die du dir ausdenken kannst. Und darum sage ich immer wieder, die erste Welle ist erst einmal aus dem absoluten Mittelpunkt, der nicht denkbar ist. Mhm. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite, die nenne ich jetzt eine ausgedachte These. Das ist der absolute Mittelpunkt. Entsteht ein Innerhalb. Okay? Ja. Aber das sind jetzt schon zwei Sachen. Da mache ich jetzt noch einen Punkt draus, was ich jetzt ausdehne. Da haben wir schon eine Welle. Aber dann habe ich wieder einen Mittelpunkt. Wenn ich sage, das ist jetzt der absolute Mittelpunkt, machen wir mal den nach unten, das ist der absolute Mittelpunkt und aus dem entspricht ein Innerhalb. Ah. Interessanter wird es, der ist ja nicht denkbar. Ja. Das ist jetzt das, wo ich sage, sobald du dir was überlegst, du bist ja im Meer.
Und wenn wir uns jetzt das räumlich denken, ist ja das Meer unten. Und sobald du dir was überlegst, die Welle, die jetzt in dir auftaucht, ist die Nulllinie über dir, ist der Wasserspiegel. Genau. Und dann hast du alles, was über dem Wasserspiegel, da haben wir jetzt eigentlich nichts. Und sobald ich mir aus dem Wasser einen Wellenberg aufdenke, fällt dieser Wellenberg unten ins Nichts. Ja. Jetzt pass auf, geh den Gedanken mit. Wie sieht jetzt das aus, wenn ich das ganze Wasser nach oben klamm? Das ist blau, aber das Rot wird blau. Dann ist unten absolut nichts. Das ist dann das mit den Yin-Yang-Zeichen. Ja. Ich mache jetzt nur Vorstellung, dass du wirklich in einen Bereich auch intellektuell eintreten kannst. Das ist nicht irgendwie, wenn ich sage, das kann man dir denken, das Rote kann man dir denken, es kann gewusst werden. Sobald du dir das vorstellst, das ist wie mit dem Wort Nichts. Ich kann wissen, was Nichts ist, aber es ist nicht das Wort Nichts. Das ist nur eine Bezeichnung für etwas, was nicht existieren kann, weil es ewig ist. So, und jetzt kommen wir zurück. Ich muss immer wieder nachhaken, mir tut es auf der anderen Seite weh und es tut mir leid, aber ich weiß, wenn ich jetzt weiterrede, gibt es ganz wenige, die vielleicht Heurikas haben, Geistesfunken, das sind ja immer dasselbe. Denk wieder an meine Schulklasse Helene in Österreich, wo die erste bis die siebte Klasse in einigen Klassenzimmer drin sind und es gibt bloß einen Lehrer. Wo lege ich meinen Fokus hin? Bei den Kleinen, denen ich es Lesen beibringe oder die in der siebten Klasse, wo ich ja wenn mehr erklären will? Ich muss einen Kompromiss finden. Und jetzt ist es, wenn ich mir jetzt diese Linie vorstelle und ich weiß jetzt, ich mache das einmal so, ein Kreis, da sehe ich jetzt oben und unten und sehe, dass er Kreis ist. Mhm. Und das, was ich mir hier ausdenke, das sind jetzt, wenn ich jetzt da noch eine Kugel mache, das sind die Blickwinkel. Ja. Dass wenn ich jetzt das, den Punkt, den ich jetzt bisher immer angesprochen habe, jetzt kommt das große Geheimnis, den habe ich ja immer im Zentrum. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt was, diese unendliche Linie, die in die Vergangenheit und in die Zukunft geht, okay, sieht es ja so aus, denke jetzt bitte die Linie und wieder der Fingernagel ist das, was du denkst. Und jetzt mache ich einen kleinen Kreis und der Fingernagel wäre jetzt das oben, weil das dehnt sich ja. Ja. Da wir den immer im Zentrum halten, wenn wir den jetzt größer machen, dann kriegst du hier die Linie in der Mitte, aber zwangsläufig durch dieses Ausdehnen sinkt das Zurückkehren unten weg. Genau. Ja, ja. In dem Kreis. Ja. Ich kann natürlich das jetzt auch so machen, dass das der Kreis ist und ich sage, unser Zentrumspunkt, den ich die Linie nehme, ist jetzt die untere Linie und wenn ich jetzt den biege, dann wird die Biegung, das lassen wir immer in der Mitte, geht jetzt der Kreis so. Ja. Das sind wieder die zwei Seiten. Das heißt, das, was du dir als Linie denkst, ist einfach nur Punkt auf einer riesengroßen Kreislinie, egal ob ich jetzt das sage, das ist unten. Wenn das jetzt unten ist, dann sieht es so aus. Ja. Natürlich riesengroß. Wenn ich jetzt sage, das hier ist die obere Linie, dann sieht es so aus. Genau. Weißt du, was ich dir sagen will? Dass du jetzt das hier hast. Ja, die 8. Die 8, genau. Du musst dir klar machen, es ist immer in der Mitte, aber du glaubst ja, das ist eine Linie, dass die andere dazugehört. Wir waren bei den 8 Seiten. Und dann kommt noch das Möbel und so. Dasselbe gilt jetzt, wenn ich das so mache, dass wir das wegmachen. Bleibt es ja auch eine Linie. Der Witz ist, dass ich jetzt eine Linie habe, die entweder nach vorne geht oder nach hinten geht. Oder eine 8. Ich kann das natürlich auch anders machen, dass ich sage, die Linie, wir können ja das drehen, dass die Linie so geht. Oder eine 8. Oder so geht. Der Diagonale. Merkst du, was du jetzt kriegst, wenn du die Bilder von unserem Holger anschaust? Ja. Wenn ich da jetzt reinfahre, warte mal einen kleinen Moment. Ja. Ich übertrage mal schnell den Bildschirm. Entschuldigung, ist die nicht nochmal gedreht, die 8? Das ist doch wie unser Möbel. Da kannst du mehrere Spuren machen. Ich fahre jetzt da einfach mal Safe Pictures. Ziehen wir da mal ganz kurz rein, einen kleinen Moment. Wo haben wir da? Schauen wir uns das einmal an. Genau. Dieses Spiel hier, siehst du, da hängt es schon mit drin. Das wird eine reine Arithmetik, das sind jetzt bloß so kleine Auszüge. Ja. Das wollte ich ja. Ja, das ist cool. Merkst du jetzt, dass da wirklich ein Komplex dahinter ist? Das ist kein Zeichen des Esoterik, das ist tausendmal mehr Physik, wie du in deinen Physikbüchern findest. Ja.
Ja. Und das ist jetzt auch ein Werkzeug, wenn ich sage, der Schreibstift, das muss dir einfallen. Natürlich. Dann ist natürlich, man will es dann immer noch mit der eigenen Logik in Einklang bringen. Das ist jetzt das, was zurzeit unser Volker reinschreibt, hier mit den auf dem Kopf stehenden Nuns. Ich schmunzel dann immer wieder, weil dort tappt er wie ein kleines Äffchen in seinen Käfig, weil er mit seiner jetzigen Logik eine Lösung haben will mit den 85.000 Worten. Und ihr schaut jetzt noch, das sind ja gar keine 85.000 Worte. Die Ausgabe übrigens, diese Bezeichnung ist eine Weinrebzitat. Das heißt, da tue ich mich jetzt, da musst du den Weinreb fragen, aber der ist leider schon tot. Der ist eigentlich schon wieder ich. Das ist original, diese Zahnwerte sind aus einem Weinrebbuch, was ein alter Kabbalist ist. Vielleicht benutzt ihr eine andere Form dort. Genau. Du gehst immer davon aus, dass das, was in dir auftaucht, dass das schon das Maß der Dinge ist. Das sind Sachen, die du mit einem fehlerhaften Programm dir ausdenkst. Das ist eigentlich schon die Lösung. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Ja. Dass ich immer wieder nur sagen kann, wenn du jetzt ein träumender Geist bist und mir sagen, du spielst ein Videospiel, dann werden Menschen, die du dir ausdenkst, Mensch jetzt normal, biologische Primaten, werden genauso körperlich aufgebaut sein, wie du das anhand deines Programms, deines Schwamminhalts aufbaust. Nimm einfach einmal, dass dein kompletter Schwamminhalt, deine Schulerziehung, dein Wissen, dein Intellekt ist ein Computerprogramm, das Vorstellungen, das Bild in dir aufbaut. Mhm. Das ist aber komplett austauschbar. Check. Und solange du nur mit deiner Logik denkst, das sind Sachen, die in den Ohrenbohrungen angesprochen werden. Wenn du ein Computerprogramm bist, das nur in 5er-Schritten arbeitet, das Basic übrigens, bei kleinen Basic-Programmen sind die Programmschritte immer 10er. Das heißt, die Programmzahlen macht man 10, 20, 30, 40, 50. Wenn du Basic lernst, die ganz kleinen Programme, macht man immer 10er-Schritte und der rastert das ja ab. Und wieso lässt man dann immer 10 dazwischen als Stufen frei? Falls ich dann ein Zurück mache, dass ich reinspringen kann, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Also, go do, das heißt, der Befehl heißt dann go do. Und wenn ich jetzt da 5 und 6 mache und ich bin dann irgendwie an einer Stelle und ich will wieder zurückspringen, wer wird jetzt zu weit führen, das zu erklären, obwohl das ganz simpel ist, müsste ich hier, kann ich keinen mehr dazwischen schieben. Also macht man die Sprünge, wo ich was reinschreibe, bei kleinen Programmen in 10er springen und wenn ich dann bei meinetwegen bei 15 bin und jetzt stellt sich fest, ich muss wieder bei 10 weitermachen, kann ich sagen, go do 9. Mhm. Ja, ja. Und dann komme ich da nochmal an dieselbe Stelle hin mit demselben Befehl. Alles klar, verstehe. Wenn man jetzt ein bisschen eine Grundlagen Allgemeinbildung vom Programmieren hat, das ist die primitivste Form von Programmieren, dann versteht man das. Mhm. Und wenn ich nur in 5er-Schritten denke, dann kann ich definitiv nur Bilder aufbauen, wenn ich Zahlenkette dann hoch iteriere, die mit 0 oder mit 5 enden. Klar. Die 3 gibt es zwar, aber nur in der Form der 30. Mhm. Es sind eigentlich die ganze Zahlenstruktur arithmetisch, sind immer Zahlenketten, die mit 0 oder mit 5 enden. Ja. Ich sage, deine Logik ist so primitiv, dass du von 3, 7, 8 und 9 nie was zu sehen bekommen wirst, weil das für dich gar nicht existiert, wenn du in 5 Schritten denkst. Ja. Wir brauchen eine feinere Auflösung. Und da hatte ich ja auch in Selbstgesprächen so eine Kleinigkeit, dass plötzlich doch was Neues entstehen kann. Ja. Wo ich immer sage, wenn du nur in 5er-Schritten denken tust, dass rein jetzt durch das Rechnen, durch die Arithmetik, das ist zwar jetzt ein anderes Beispiel, plötzlich neue Ziffern entstehen. Mhm. Wenn ich mich öffne, merke ich plötzlich, hier 3 und 3 ist 6, 6 kannten wir nicht. Mhm. Alles klar, ne? Es entsteht was vollkommen Neues. Mhm. So ungefähr, das ist eine ganz einfache Metapher. Aber wenn du nur stur an deiner Logik festhältst, wirst du das nie zu sehen bekommen. Ja. Das ist das Gefängnis, meine schöne Metapher, ein Gefängnis, wo jeder Geistesfunk eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ja. Deine Meinung bis dato, da ist nichts, absolut nahezu nichts von dir selbst. Es ist eine Anderung, es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, die wir uns jetzt ausdenken, die du nachhilfst. Mhm. Da können wir jetzt ein bisschen Veto machen, weil wir 16 Seiten haben. Deine selbstgemachten Erfahrungen, wo du sagst, das kann ja bloß ich wissen, das kann ja nicht die Meinung von meinen Lehrern sein. Jetzt die ganz persönlichen selbstgemachten Erfahrungen, sage ich, das ist zwar auch richtig, immer dran denken, du wirst von mir nie hören, egal was irgendeine Figur in einem Traum äußert. Es ist richtig, von ihrer Logik aus gesehen, aber diese selbstgemachte Meinung wiederum, die jetzt neu auftaucht, baut auf dem Konstruktprogramm der Lehrer und der Erzieher. Ja. Ja, klar.
Das ist das logische Reagieren, ist sehr, sehr eigen. Und man merkt jetzt, ich habe jetzt das Beispiel auch mit dem Kreis, mit dem Drehen, dass das gespiegelte Denken, pass auf, ich mache mal nochmal was dazu, wieder ein neuer Gedanke. Wenn ich immer sage, von einer Kugeloberfläche, von einer Sphäre nennen wir das, ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Das Thema hat man nämlich hier und jetzt gedacht, gestern, weil ich wen besucht habe. Und ja, weiß ich nicht. Das habe ich tausendmal erklärt. Ich sage, das ist jetzt von mir gedacht, ein Geistesfunken in einer Personifizierung, der eigentlich schon seit über 15 Jahren dabei ist, aber Holofeeling so nebenher ein bisschen macht. Das ist eine Reifestufe. Also pass auf, ich erkläre das nochmal, ich mache jetzt was Neues dazu, weil wir immer eine Halbkugel haben. Das siehst du schon in unserem Farbenspiel mit Greenwich. Ja. Wenn du jetzt ganz kurz rezitierst, unser Gelb, unser Blau und unser Grün. Genau. Gelb und Blau, die Farbenwerte geben 155, Grün ist 310. Weil ich sage, wenn du drauf schaust, muss dir klar sein auf deine Kugel, das was von dir aus Gelb, der Osten ist, ist ja von der anderen Seite gesehen das Blau und umgekehrt. Ja. Und dann haben wir zweimal 155 gibt Green und Green ist nicht die mittlere Seite von der Hälfte der Fokuspunkt, sondern wieder die absolute Mitte. Wir sind ja jetzt immer bei dem, was ich vorher erzählt habe. Da ist ein arithmetisches System im Hintergrund in einem Bildaufbau. Ja. Und jetzt erkläre ich nochmal für einen Laien, bitte den Gedankengang mitgehen, auch wenn du das zigfach schon gemacht hast. Ich mache nämlich jetzt was Neues dazu. Aha. Wenn du eine Kugel anschaust, siehst du ja bloß eine Hälfte der Kugel. Jetzt mal von außen, normal so ja von innen, wir haben ja diese 16 Perspektiven, 8 Innenperspektiven, 8 Außenperspektiven. An die schönen Zeichnungen wieder, die Bilder von unseren Völkerdenken mit dem Wasserglas. Mhm. Eine sehr grobe Metapher. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen Punkt anfokussierst auf diese Halbkugel, egal welchen Punkt du an, den schieben wir jetzt mal in die Mitte, du denkst jetzt, das wäre eine Halbkugel vor dir. Und da schaust du den Mittelpunkt an. Wir sagen, das ist jetzt einfach wie ein Luftballon, eine Kugel, die du dir ausdenkst und auf der sind so große Punkte drauf in einem gewissen Abstand. Rundherum sind lauter Punkte drauf. Dann sieht es, wenn du einen Punkt anfokussierst, auf die Mitte schaust, ich behaupte, jeder Punkt von dieser Kugeloberfläche ist der Mittelpunkt. Wenn ich jetzt den Luftballon aufblase, dann wird zwangsläufig wird der Punkt größer werden. Und wenn du genau auf die Mitte schaust, den, der sich von diesem absoluten Mittelpunkt, den du jetzt anschaust, aus, wird größer. Und wenn du jetzt da drumherum schaust, wirst du feststellen, dass die Punkte drumherum gleichmäßig in allen Richtungen wegstreben. Mhm. Okay? Aha. Wenn ich jetzt den ein bisschen drehe und du nimmst den Punkt daneben, wird dasselbe passieren. Ja, ja. Egal welchen dieser Punkte wir in die Mitte schieben, wenn wir den größer machen, den, der sich aus von der Mitte her gesehen und die Punkte drumherum strömen weg. Genau. Jetzt kommt ein ganz interessantes Phänomen. Wenn ich jetzt die Luft rauslasse, wird der Punkt kleiner werden und die Punkte drumherum strömen den zu. Denk an meinen Sternwerfer. Ja. Da spritzen Sachen raus und aus dem spritzen Sachen raus und aus dem spritzen Sachen raus. Und immer, wenn ich den Sternwerfer abspritzen, hier Funken raus, nehme ich einen Funken als Mittelpunkt, springe, während er hier jetzt ausgedachterweise aus dem Mittelpunkt, aus dem Sternwerfer die kleinen Funken rausspringen, zerplatzen die kleinen Funken auch, springen auch Funken raus. Und jeder von diesen Punkten fängt aus und jetzt verstreut sich das im Nichts. Ja. Das ist das System. Wenn ich jetzt die Luft rauslasse, geht der Punkt zusammen und alle Punkte strömen auf den Punkt zu. Aber was du nicht siehst, ist die Transversalebene, die wir als reine Illusion erkennen. Umso kleiner der wird, jetzt als Luftballon strebt er ja einen Mittelpunkt zu. Ja, alle, die außen auf der Fähre sind, die den so machen, sind, wenn er genau in der Mitte ist, fällt alles in den Punkt zusammen. Absolut, ja. Jetzt haben wir aber nur eine Halbkugel angeschaut, weil wenn du das jetzt gespiegelt denkst, passiert auf der Gegenseite genau, das ist natürlich jetzt schwer vorstellbar, weil du jetzt, sobald du das denkst, sobald du dir das ausdenkst, die andere Seite ja bloß dasselbe passiert. Ja. Aber jetzt haben wir unseren Spiegel, ist immer wieder, wir haben in unserem Tetraeder haben wir drei Spiegel, einen Thesespiegel, einen Synthesespiegel, einen Antithesespiegel und einen Synthesespiegel. Mhm. Wenn du in einen normalen Spiegel reinschaust, aufgrund einer Zwei-Augen-Achse, hast du in der Horizontale ein gespiegeltes Bild. Da habe ich ganz leicht schon vor, ich sage, das ist bei mir die Vergangenheit auf meiner Zeitachse und die Zukunft, bei dir ist es genau gespiegelt. Mhm. Okay? Ja. Wenn ich einen Kantenspiegel nehme, dann bleibt es gleich. Das heißt jetzt, in dem Moment, wo ich optisch rede,
Und ich sage jetzt, du stehst vorm Spiegel und du hebst die rechte Hand. Ja. Mach dir gegenüber der auf der Achse dieselbe Hand hoch, was aber von ihm aus gesehen seine linke Hand ist. Ja. Mhm. Gut? Mhm. Wenn man kann Spiegel nehmen, dann passiert es synchron. Also dann ist die rechte Hand die rechte Hand. Mhm. Das ist jetzt, reden wir von einer Spiegelung. Ich sage immer wieder, wenn du lächelst, lächelt dein Spiegelbild. Mhm. Das wäre jetzt die normale. Beim Normalen ist es aber so, dass wenn du lächelst, müsste das heute, wenn wir in die Psychologie gehen. Mhm. Dass wir symmetrisch sind. Wenn ich das spiegel, ein spiegelverkehrtes Lächeln wäre heulen. Ja. Mhm. Und ein spiegelverkehrtes Heulen, ich rede jetzt nicht von der optischen Information, nein, sondern von Emotionen. Ja. Und ein spiegelverkehrtes Heulen wäre Lächeln. Ja. Das sind wieder zwei Perspektiven, die ich mir denken kann, die ich einnehme. Jetzt haben wir aber noch einen dritten, einen Synthesespiegel. Ja. Das ist jetzt das Spiel, dass das, was du erlebst, wenn du schaust, es ist spiegelverkehrt und es steht auf dem Kopf. Ja. Mhm. Und wenn ich das ein zweites Mal gegenüberstelle, negiert sich das vollkommen. Nein. Und das sieht man jetzt schön in der Kamera obscura. Unsere zwei Kammern, wir denken ja wieder nur flächig. Ich sage, da ist ein Bild, unser Strahl, die Kammer, und da haben wir dann das auf dem Film. Mhm. Und dann sehe ich, dass ich das über den Punkt spiegel. Ich bin jetzt einmal zweidimensional, ist hier unten oben und oben ist hier unten. Ja. Wenn ich das über den Punkt spiegel. Ja. Das ist aber rein, wenn ich mir denke, da außen ist ein zweidimensionales Bild, das ich hinten zweidimensional habe. Natürlich auch rechts, links. Mhm. Rechts ist links und links ist rechts. Mhm. Jetzt wissen wir aber, dass hier ein dreidimensionales Objekt ist. Ah. Und in der Kammer ist auch ein dreidimensionales Objekt gleich gedacht. Dann stelle ich dasselbe fest, oben ist unten, unten ist oben, rechts ist links, links ist rechts. Und jetzt kommt der Witz durch den Synthesespiegel, weil wir das ja dreidimensional machen in unserer Ecke. Ist zum Beispiel das, was nah da ist, ist nicht nah am Loch. Das, was weiter vom Loch weg ist, ist weiter vom Loch weg. Ja. Das ist jetzt die Synthese und die zwei heben sich vollkommen auf in dem Punkt. Ja. Das ist wie diapositiv und diapositiv. Ja. Jetzt machen wir die Verknüpfung. Und zwar ist das das schwarze Loch und das weiße Loch gleichzeitig. Ja. Das ist der Urknall, das ist das weiße Loch, das Weiß ist Weib, das explodiert und das schwarze Loch ist Krishna, ist wieder, wo es zusammenfällt. Nicht alles. Jetzt setze ich natürlich, wo alles rauskommt, die Frau, das Weltliche, das Ich Weiß. Aha. Das setze ich in die Vergangenheit. Aha. Und das schwarze Loch setze ich in die Zukunft, wo wieder alles eins wird. Ja. Es ist aber beides gleichzeitig jetzt. Gleichzeitig hier. Ich sage jetzt nochmal, der klassische Film mit Diapositiv und Diapositiv. Ich sage das nochmal, ich kann mir jetzt Folgendes denken. Wir haben einfach ein Schwarz-Weiß-Bild, um das klar zu machen. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild gibt es Sachen, die sind hundertprozentig weiß. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du drauf schaust und es wäre jetzt eine Fotografie von der Andrea, dann hat die einen schwarzen Pullover an und die Helene hat ein weißes Hemd an. Die Negative dazu wären jetzt bei der Andrea vollkommen weiß und bei der Helene vollkommen schwarz. Genau. Ja. Dann haben wir Sachen, die grau werden, nennt man das, ist halt bloß 50% schwarz mit dabei, der grau wird. Und jetzt denkst du dir einfach, zerst du mal vier Seiten, ein weißes Blatt Papier. Ja. Wir machen ja dir positiv und dieses weiße schwarze Blatt Papier tragen wir Farbe an. Feucht ist noch feucht. Das heißt hundertprozentig schwarz, weiß ist keine Farbe, weil das ist das weiße Blatt Papier. Das dazugehörige Negative vom weißen Blatt Papier wäre genau die Stellen, die bei den einen weiß bleiben, sind hier schwarz. Die schwarz sind hier weiß, also ist keine Farbe drauf. Und wo 50% Grauwert ist, ist hier nur 50% schwarze Farbe und hier auch 50% schwarze Farbe. Ja. Wenn ich jetzt diese zwei Blätter, wenn das noch feucht ist, aufeinander drücke, werde ich feststellen, dass die schwarze Schicht absolut gleichmäßig 100% schwarz ist zwischen den zwei Weißen. Ah. Immer dran denken, das Weiß, W-I, Weiß auf Hebräisch, wissen wir ja, ist eine auseinandergeschmissene Polarität. Okay. Mm. Ja. Mm. Mm. Leben. Ja. Zu einem polaren Existenz werden und Ben ist das hebräische Wort für Sohn und der Adam ist männlich und weiblich, das Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Genau. Da beginnt eigentlich schon wieder die große Schwierigkeit, wenn du magst,
jeder normale Theologe, die erklären dir, der Adam ist der Mann und die Eva ist die Frau. Kennt ihr die nicht Vers 26, 27, dass der Adam männlich und weiblich gleichzeitig ist? Der Adam ist kein Mann. Das ist jetzt, der Adam ist der träumende Geist. Jo. Aber da der jetzt was ausgedacht ist, ist ein Symbol, es ist der eigentliche träumende Geist, der Geist, der sich selber als an Adam denkt. Adam denkt. Okay? Genau. Mhm. Und darum heißt es, dass da mal hier auch klären, weiß, siehst du, haben wir schon das Weib. Doppelt aufgespanntes Ei, wenn wir das mit 70 schreiben, ist das ein Trümmerhaufen. Ich mache das einmal schnell. Der Augenblick eines Intellekts, das kriegst du jetzt in Trümmerhaufen. Jetzt hast du aber schon DRU, heißt wie eine Reihe von zwei Existenzen, die erweckt werden. Das ist unser Spiegeltunnel. Ja. Und der ist doppelt aufgespannt. Ja. Das ist das WI. Der doppelt aufgespannte Trümmerhaufen ist eine Polarität. Ja. Und jetzt ganz nebenbei, wenn ich sage, dieses zum Sohn werden, 1,440. Mhm. Was soll uns das sagen? Das Kind. 1,440. Das ist der Mensch, das ist der Adam. Adam. Äußere 45. 1,440. Kann ich natürlich jetzt immer. 144. Und der ist nichts. Genau. Da kann ich auch lesen 1440 oder 14,4. Da gibt es viele, immer die Nullen, bin ich so drauf eingegangen, kannst du mich gleichsetzen. Ja. Und jetzt, Alter, haben, wir hier, jetzt haben wir hier Uhr. Das ist die Augenhöhle. Augen, wissen wir, heißt Becken. AGN heißt Becken. Aha. Und H, Ö, H. Das Ö ist gleich W, heißt HWH, ist le, wird auseinandergeschmissen. Das sind auseinandergeschmissene polare Ecken. Mhm. Und das ist immer weckt ein Geist, Berg, BRG, immer weckt ein Geist. Hebräisches Wort HR, eine wahrgenommene Berechnung, ist dieses HBH, das auseinandergeschmissen wird. Jo. Ed 70, 4 rot gelesen, heißt Zeuge bis Ewigkeit. Der wird auseinandergeschmissen. Das ist der Edle, der Freigeborene. Aber jetzt ganz interessant, die Facetten sind in einem Spiegel geboren. Geber. Das ist der Rai, ist der Geber selber. Kann man natürlich blau machen, aus Geist wird eine Polarität. G, die Gehirnpolarität. Denk, aus 3 wird 2. These und Antithese. Aus der Synthese wird These und Antithese. Und jetzt das Ganze baut sich vor dir eine HWH, eine Höhle auf. Das heißt, unsere räumliche Vorstellung ist erst einmal Breite. B-Rei heißt im Spiegel. Schau bitte das kleine Bild an und dann kriegst du die Höhe. Das ist die Höhle. Ja. Das ist so, wie das HWH, das auseinandergeschmissen wird. Das ist die Höhle. Und das Ganze passiert auf einem Loch, auf einer Tafel, die Lebensfrische. Und das ist der Augenblick, reißend aus zwei Facetten, die nun Existenz und Existenz in einem Geist in der Synthese eine Shin-Welle werden, SB, die zu alternieren anfängt. Ganze Reihe. Jetzt ist, dir muss eins klar sein, ich denke mir jetzt Geistesfunk, die so fortgeschritten sind in dem Verstehen dieser Matrix-Sprache, dass denen das den Atem raubt. Und dann denke ich mir, andere Menschen, die keine Ahnung haben, die komme ich nicht mit. Ich sage, du wirst so lange da bleiben in deiner Traumwelt, bis du da mitkommst, bis du mit mir mitkommst. Und dazu brauchst du kein Wissen, du musst mir bloß vertrauen. Yeah. Wenn wir jetzt diesen Freigeborenen, der eigentlich dann doch in einer Höhle lebt, das ist übrigens ganz interessant, weil nämlich unsere Nekaba, die Frau, das ist erst einmal das Loch. Eine Höhle ist. Ja. Das ist das Weib, das ist der Adam, ist Denker und Ausgedachtes. Das Weibliche ist die Höhle. Das ist die Traumwelt, wie ich das immer sage. Und du beginnst jetzt einen unterirdischen Gang, immer dran denken, IRD, Jordan, über den Jordan gehen. Sobald du hier über den Jordan gehst, steigst du hinab in deine Traumwelt und du wirst Ich, Gestalten werden in dir erweckt. Wird immer klarer, ne? Immer. Hoffe ich. Jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Ich denke mir jetzt welche aus Geistesfunk, für die das immer klarer wird und das Gegenteil davon, die einfach sagen, ich komme nicht mit.
Du bist schon dabei, weil du immer in dem bist, der dich ausdenkt. Du bist immer, egal welches rotes ich mir denke, welchen Geistesfunk ich mir denke, der ist immer in mir drin. Da komme ich übrigens dann gleich dazu. Aber ich wollte eigentlich Folgendes, wir waren bei unserer Höhle und dann machen wir jetzt mal den Logos davor. Und jetzt kriegst du zuerst einmal das Wort für schwarz. Wir waren beim schwarzen Loch. Ja. Schwa. Shin-Waff oder Shin-Waff-A. Schwa heißt nichts. Ratsläufer. Und die berechneten Geburten, Rat sind der Läufer, Licht auf und du wirst erweckt. Ich kann natürlich Shin-Wa, die Nichtigkeit von Ares, der Erde, des erweckten Wissens, weil jedes erweckte Wissen bin nicht ich, die Nichtigkeit vom erweckten Wissen. Ja. Es funktioniert erst, wenn du weißt, dass Shin-Waff für sich alleine das da mal nichts, die Nichtigkeit ist, auch die Lüge und auch das A, ich mit dranhängen kann. Shin-Wa, das Schwa, das ist die Leere, die Nichtigkeit. Genau. Mhm. Dann kommt jetzt in dieser Schwa, kommt RZ, schwarz. Da habe ich jetzt RZ, eine berechnete Geburt. Mhm. Jetzt wirst du feststellen, dass das Licht auf und du wirst erweckt. Ja. Darum ist jedes Moment, der in dir auftaucht, den du berechnest, ist ein Beruch im Geist, in dem vier Weltgegenden, ein kleines Stück aus den vier Weltgegenden, weil Maruch als die vier Weltgegenden Zimmer bei uns in der Trader spielt. Ja. Darum ist der Totalwert, ist Ei, unendlich. Ei ist der Schöpfer Gottes, ist nichts und unendlich. Ja. Der 290 ist ein berechnete Geburt. Ja. Der Atmasch ist die Kollektion von beiden. Ja. Ich sage immer, das lasse ich immer weiter. Bei Hauptwerten sieht man es gleich, aber da sind dann viele der verborgene Werte. Wieso ist der 3, 24? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Du bist halt zurzeit nur in der Lage, eine einzige davon anzuschauen. Ja. Das heißt, jetzt hast du das Wort schwarz und das Wort weiß. Halt, da muss ich ganz kurz nochmal. Dass dieses Wort schwarz werden, sich von in der Esse sein, sich interessieren, es spitzt sich doch alles in der Esse, heißt innere Sein in dem schwarzen Loch ab. Aus dem schwarzen Loch kommt doch nichts heraus. Und du musst noch tiefer in dir graben, suchen, tiefer in dir suchen, wenn du neue Sachen in die Peripherie um dich herum ausdenken willst. Ja. Und darum kriegt es dann auch eine Bedeutung und das Morgenröte und Morgengrauen sind auch zwei Seiten. Die Morgenrede, Morgen, aber das wird jetzt zu weit werden, wenn ich darauf eingehe. Das Wesentliche ist, dass Schwarz, Shin-Waff habe ich jetzt gesehen, die Nichtigkeit, die zur Erde wird, ist ein verbundenes Erden. Schwarz werden, suchen nach dem Sinn. N heißt ruhend, ein ruhender Sinn, der Sinus, die Bedeutung. Das Morgen, kannst du ja selber nachschauen mit den Möglichkeiten, ist der Adam. Und wenn du das vergessen hast, dann beginnt jeden Morgen ein Morgengrauen. Mhm. GR heißt nämlich diese Gehirnkopf, diese Gehirnberechnung, ein fremder Geist, geistreiche Worte leben, diese Geister werden immer heute gehen, eine geistige Existenz. Der immer ist und seine Gedanken werden sie im unteren Baum miteinander verbunden. Sagen wir, eine Bildstörung, jetzt. Jetzt ist wieder da. Und jetzt wirst du merken, wie tief jede Kleinigkeit, die ich sage, ist verknüpft in einen riesengroßen Komplex. Ja. Ich, UB. Sag immer wieder, ich rede, wir sind 200 Gramm Rohlingide. Und wir verändern ständig unsere Form. Welche Form du zu sehen bekommst, hängt davon ab, welches Interpretationssystem du zurzeit benutzt. Die 200 Gramm Rohlingide symbolisieren den einen Geist. Wir denken uns jetzt einen einzigen. Ja. Und jetzt denken wir uns wieder den Wittbatz an. Und da steckt einer einziger steht vorne da und vor ihm sind 200 Geistesfunken. Das sind 200 Gramm Rohlingide. Ja. Die sind nicht getrennt. Okay. Es sind bloß 200 verschiedene Interpretationssysteme. Ja. Und wenn jetzt der Erste vorne sagt, schließe mal deine Augen, hören 200 verschiedene Geistesfunken genau diese Worte. Und ob sie wollen oder nicht, wird jeder dieser Geistesfunken aufgrund seines
anderen Intellekts, den, seines anderen Schwamminhalts, das andere Buch, das er liest aus dem Bücherregal, wird an einen ganz bestimmten Körper denken, nämlich an seinen Körper denken und wird bei diesem Körper die Augen zumachen. Ja. Es ist aber nur ein Geist, der das erlebt, nämlich der, der sich das jetzt ausdenkt. Mhm. Gedanken erleben niemals was. Das ist die Reduzierung, wo ich sage, alles, was du erlebst, erlebt jeder andere auch. Aber anders, weil er ein anderes Wertesystem hat. Ja. Genau. Und was so unendlich kompliziert klingt, was ich immer wieder merke, diese Vergessenheit. Jetzt mache ich symbolisch unser D-Arni, unser geöffnetes Arni, unser Daniela. Du warst noch, Helene, unser Blindfeld-Treffen, wo du zu mir gekommen bist, wie das erste Mal zu dir hingegangen ist. Und es hat sich nicht viel verändert. Die ganzen Fragen, die auftauchen, würde sie ein Holofeeling-Scanner die kleinsten Sätze installiert haben. Was bin ich und was sind meine Gedanken? Würden die ganzen Fragen, mit der jetzt einmal gedachterweise sich dieser Geist des Funk ständig zumüllt, ja, von einer Sekunde auf die andere, von einem Moment zum anderen vollkommen ausgelöscht. Genau. Die ganzen Fragen, wenn ich jetzt, ich will da gar nicht drauf eingehen, ob ich jetzt Fleisch esse oder es ist doch und dann wieder festhalten, aber ich esse doch gern, mir schmeckt kein Fleisch. Ich sage, ist doch alles in Ordnung, wer bestimmt es? Wer bestimmt, dass die Erde eine Kugel ist? Du bestimmst es, kein anderer. Ich unterhalte mich mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Wer bestimmt, was die Guten und was die Bösen ist? Wer bestimmt, was richtig und verkehrt ist? Dieser Wahn zu glauben, es gibt eine einzige Vorstellung von richtig. Nee. Richtung. Hat jetzt die Tasse den Henkel rechts oder hat es links? Oder in der Mitte? Das ist der Wahn von normalen Menschen, das ist meine Führerscheinprüfungsbogenfehler sind das. Ja. Dass dir das einmal bewusst wird, dass ich die in deinem Traum zurzeit einspiele, was du dir nicht raussuchen kannst. Das sind Wahnsinnige. Das sind die Spiegelbilder deines bisherigen eigenen Wahnsinns. Ja. Und der absolute Wahn, die Geistlosigkeit beginnt in dem Moment, lass bitte diese Worte auf dich wirken. In dem Augenblick, wo du jetzt irgendetwas denkst, das nur du siehst und das nur deshalb ist, nur ist ein Flackern, ja, in Ohr. Das nur du siehst und das nur deshalb ist, weil du es denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Mhm. Dass du in 99,99% der Fälle, ich müsste jetzt noch etliche 0,99999% der Fälle dazu machen, bis dato in einem Wahn gelebt hast, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun und es ist da außen, auch wenn du nicht dran denkst und viele Sachen, denkst du dir, die waren in der Vergangenheit, bevor du es gedacht hast. Ein Satz von mir zu dir, nicht zu dir. Mit wem seid ihr denn ein Gedanke, der gedacht hat, dir sonst was zu tun, und sagst doch mal mit dem, der sich das ausdenkt. Und was ist die Ursache für das, was du denkst? Der Intellekt, der Schwamminhalt, das Programm, die Logik, die du zum Denken benutzt, blau gelesen. Mhm. Wie sieht es aus, wenn du die Logik veränderst? Ja. Dann verändern sich deine Gedanken. Damit verändert sich die Welt, die du dir ausdenkst. So ist. Und wenn ich jetzt das nur in Bezug auf Gedanken, auf Informationen setze, ist das hundertprozentig sicher. Und du wirst auch feststellen, dass das hundertprozentig sicher auch für all deine sinnlich gemachten, wahrgenommenen Informationen, jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung magst du nämlich auch. Bloß du bist dann in den vier Stufen der Vergessenheit, die ich zigfach anspreche. Ja. Sind genauso Informationen. Das heißt, das Haus, das auf deiner VR-Brille erscheint, wenn du aus deinen Augen herausschaust, obwohl das gar nicht funktioniert, wenn du mal eine VR-Brille aufsetzt. Du kannst bloß von innen nach außen schauen. Und das, was du außen machst, ist dann schon die vorgestellte VR-Brille. Ja. Das kommt auch aus dir. Das, ja, ist dann nur, dass dann umso realer, sinnlicher wahrgenommen du das machst, du erschaffst auch die sinnlich wahrgenommenen Dinge. Ich sage jetzt einfach Schnitt, wen hörst du die ganze Zeit zu? Was hörst du jetzt? Hörst du jetzt den Trockennasenaffen Udo Petscher sprechen? Was ist der jetzt? Gedanken, der Mensch, blau gelesen, Udo Petscher Körper, ist jetzt ein Gedanke, den du denkst. Genau so ist. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das Pixelmännchen ist nicht ein Mensch. Das ist einfach nur flackernde Lämpchen. Und was du hörst, ist ein Lautsprecher. Das ist so unendlich tief. Das nützt dir, Geist, tausendmal mehr, wie wenn du jetzt 5 Millionen im Lotto gewinnen würdest. Das würde ich nur wieder komplett in die Vergessenheit bringen. Ja.
Und den Lautsprecher, den du jetzt denkst, der bis jetzt nicht existiert, obwohl du ihn ja die ganze Zeit gehört hast, das ist so logisch, der war selbstverständlich die ganze Zeit, zeig ihn mir. Siehst du jetzt einen Lautsprecher her, der ist in dem Gehäuse drin. Und jetzt kommt das Eigenartige, wenn du dann das Gehäuse zerlegst, wird dieser Lautsprecher in dir auftauchen, weil du ihn erschaffst als sinnliche Wahrnehmung. Auf deiner Farbbrille. Ich höre mir doch nur selber zu. Immer. Ich höre mir immer nur Selbstgespräche. Ich suche doch keinen Lautsprecher mehr. Das sind Selbstgespräche. Ja, du. Ja. Du Geistesfunk. Aber viele Geistesfunk haben das nicht verstanden. Und jetzt kommt das Irre, wo ich sage, du kannst immer nur Oberflächen sehen. Du kannst in was nicht hineinsehen. Das ist, wenn ich jetzt einen Apfel nehme, all die Beispiele, dann stellst du dir ein dreidimensionales Objekt vor, das genau genommen nur eine Berechnung ist aufgrund von zwei flacher Bilder, wenn du eine VR-Brille aufhast. Ja. Bist du noch dran, Helene, ja, weil du bei mir angekommen bist? Ja, ja, ganz okay, dann ist gut. Jetzt pass auf, wenn du dir einen Apfel vorstellst, kannst du in den Apfel reinschauen. Dann schneidest du den auseinander und dann siehst du wieder bloß die Oberfläche, wo du sagst, das ist von innen. Du kannst auch, wenn ich mir jetzt eine Küche vorstelle, unsere Schrödingers Kasse mit mehreren Bildern, kann ich mich hineindenken, ich bin ja immer der Mittelpunkt. Aha. Und dann sehe ich, wenn ich schaue, sehe ich nicht in die Küche hinein, sondern ich muss mich in die Küche hineindenken und dann sehe ich wieder nur Oberfläche. Weil du immer nur die eine Seite siehst, denk an den Anfang des Gesprächs und die andere Seite ist im Hintergrund. Genau. Okay? Ich sage, du kannst nicht in eine Schüssel mit Wasser reinlangen, du kannst nicht in Wasser reinlangen. Okay. Rot gelesen bist du das Wasser. Oh. Die Erklärung dafür für einen Chemiker oder einen Physiker, du stellst dir vor, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht. Wir denken uns jetzt einfach mal diese Wasserstoff- und Sauerstoffatome, wie du dir das vorstellst, die Protone und die Elektrone, was auch immer, aus dem ja Wasser angeblich besteht. Ja. Machen wir ein bisschen größer, sind kleine Kügelchen. Mhm. Also tu mal in eine Schüssel Wasser rein, das wir symbolisieren mit lauter kleinen hinein. Sobald du hineinlangst, wirst du feststellen, dass die immer eingeht. Du bist immer eingehüllt, du bist immer die Mitte. Ja, ja. Das ist Peripherie. Du langst nicht in das Wasser selber hinein, sondern du hüllst dich dann bloß mit dem ein, so wie du dich jetzt mit den Wänden des Zimmers oder mit dem Schädel einhüllst. Wenn du an deinen Kopf, an den Schädel denkst, bist du im Zentrum von dem Schädel. Wenn du dich in ein Zimmer, Z im Meer, die Geburt im Meer, reindenkst, dann hast du vor dir die Wand. Habe ich so oft erklärt. Also. Das alles ist hundertprozentig sicher. Aber was noch viel sicherer ist, dass immer nur das existiert, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Ja. Und wo kommt es her und geht es hin, wenn du träumst? Okay. Punkt. Punkt. Das ist wie ich, Dick. Ja. Bist du schon ich. Das ist das Zentrum des ewigen Hier und Jetzt. Schon nur ein bisschen vergisst dich manchmal. Und das kannst du wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und ich kann dir jetzt nur sagen, eine Helene, die ich mir jetzt ausdenke, Symbol betrachtet, die wiederholt es seit fast einem Vierteljahrhundert. Und jetzt ist es soweit, dass sie sagt, ja. Es hat viele beeindruckt. Jetzt muss ich wieder chronologisch denken, unsere letzten Gespräche, auch die nach dem Toni. Rein die Physiognomie, ich höre das von so vielen Leuten, die Physiognomie betrachtend, dass die sagen, da merkst du, wenn du die anschaust, dass du ein tiefes inneres Verstehen ist. Jetzt rein in der Physiognomie schon. Aber man braucht so lange, um dann zu erkennen, hey, das hat er vor 25 Jahren schon erzählt. Was ist in dir drin, das dich so massiv wehrt, das zu akzeptieren, was hundertprozentig sicher ist? Ich werde dir sagen, was in dir drin ist, ein Virus. Das ist dein intellektuelles Wissen. Die Sache mit dem Ersten und dem Zweiten. Ich bin der Erste, alles, was ich erzähle, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, kann jedes Kind sofort überprüfen. Und das, was der Zweite, dieses nachgeplatterte, nachgeäffte religiöse, esoterische und naturwissenschaftliche Wissen dir vorgaukelt, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, es sofort erblinden glauben. Genau. Ist es, dass weil dir das logisch erscheint, setzt du die Logik, diese vollkommen geistlose Mechanimus, setzt du richtiger wie das, was du sofort überprüfen kannst und negierst das, was du merkst. Zum Beispiel, wenn ich sage, wenn du nicht an deinen Körper denkst, existiert dieser physische Körper nicht. Dieser Avatar-Körper, dessen Rolle du spielst in deiner Traumwelt. Das ist hundertprozentig sicher.
Jetzt ist aber auf der anderen Seite, jetzt kommen unsere 16 Perspektiven, dass der Körper dir teilweise unendlich viel Leid erzeugt. Nicht der Körper leidet, du leidest, weil du dich mit diesem Körper verwechselst. Du leidest, weil du mit Menschen, mit einseitigen Glaubensrichtungen, mit Fanatikern, politisch wie religiös, fanatisch sympathisiert. Sobald du mit irgendeiner einseitigen Glauben, mit einer Lehre sympathisierst, Sympathie, leidest du an derselben Unvollkommenheit. Die okay. Schulmedizin, ich habe immer wieder dieselben Ja, aber und der plappert dir alles nach, hatte ich jetzt von meiner Barbara, der Ärztin. Ich sage noch, wenn ich dir das sage mit den Ärzten und du bist Arzt, wirst du dich massiv, dein Ego wird sich aufbäumen. Ja. Du wirst dich wehren dagegen. Seid ihr noch dran? Ja, ja. Weil die Bilder ja. werden eingefroren sind. Ja. Aber ihr hört mich gut, oder? Ja, wunderbar. Dann ist es hier noch. Jetzt ist es so, das bäumt sich auf. Und du musst es beobachten, ohne zu werden, dass du merkst, wie mächtig das Ego in dir ist. Ja. Zu dem Thema, er plappert nach. Ich bin der Erste. Genau. Zu dem Thema Holofeeling. Selbstverständlich muss ich Beispiele bringen, die du mit deiner Logik anfassen kannst. Ja, natürlich. Es geht nicht anders. Ja. Aber das eine Holofeeling, die Vatersprache, was du in keinem Buch deiner jetzt ausgedachten Welt, in keiner Bibliothek finden, so außer in den Anwarungen. Ja. Dieses Wurzelerkenntnis ist nicht für die Menschen, die mir uns jetzt ausdenken, die diese Bücher lesen. Es ist nur einzig und allein für den Geistesfunk, der mich jetzt hört. Und es ist nur ein Geist, das bin ich, mit einem extrem reduzierten Wissen. Du steckst zurzeit in einer Romanwelt aus einem Bücherregal drin, von dem du noch nichts weißt. Meine Buchmetapher. Ja. Ja. Es ist ein Wunder. Es ist die komplette Verwandlung, die Verzauberung der Welt. Und ich betone immer wieder, in deiner jetzigen Rolle musst du nichts verändern. Zumindest nichts, was ich dir jetzt vorschreibe. Du wirst Erkenntnisse bekommen und du wirst irgendwann einmal aufhören, vor irgendwas Angst zu haben. Und zwar genau jetzt, in dem Moment, wo du das verstehst, was ich dir die ganze Zeit erkläre. Und da meine ich jetzt nicht diese komplizierten Erklärungen mit den Perspektiven, wie das aufgebaut ist. Das ist schon wieder, wenn mehr Fachwissen von unserem ganz, ganz, ganz primitiv rudimentär von unserem Computerprogramm, was du in Ansätzen nachvollziehen kannst mit deiner jetzigen Basic-Logik, sondern das sind die einfachen Sätze. Ja. Alles, was du denkst, existiert in dem Moment, wo du es denkst, und es ist genauso, wie du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wieder in dich rein. Das heißt, Menschen mit Problemen existieren nur, wenn du die ausdenkst. Problem heißt das Vorgelegte, aber erleben tust du es bloß. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das sind diese Sätze, die du akzeptieren musst. Ja, genau. Und für mich existiert immer nur das, was jetzt in mir existiert, aber jeder Gedanke, den ich denke, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist dieser Austausch. Also erkennst du die Sinnlosigkeit einen blau geschriebenen Menschen, die Menschheit, hebräisch Ivri, die Metim. Met ist tot. Tot. MT, die gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres, es sind Gedanken, weil du bist immer. Ja. Der Udo ist es nicht, die Helene ist es nicht, die Andrea ist es nicht und es ist auch nicht dieser Körper, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Körper denkst. Genau. All diese Dinge sind schon wieder weg, wenn sie nicht gedacht werden. Wieder ein Satz, den du akzeptieren musst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, an den aktuellen Körper? Sobald du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe rotgeschriebene Geist. Sobald du an einen rotgeschriebenen Geist denkst, existiert er auch bloß, wenn du ihn denkst. Genau, immer zwei Stufen. Ein Denker ist untrennbar mit seinen Gedanken verbunden, weil dies ohne ihn wird es diese Gedanken gar nicht geben. Du musst jetzt nur begreifen, dass dieses Subjekt, das wir Denker nennen, seine Objekte, die er sich selber aus sich herausdenkt, obwohl die trotzdem in seinen Kopf drin sind. Magst du mit zwei Seiten? Ja, ja. Mhm. Dass dieser Denker eigentlich ein blau geschriebenes Subjekt ist, weil er ja auch ein Objekt ist von dem, der sich jetzt den Denker ausdenkt. Der ausdenkt. Mhm. Und der sich jetzt selbst als ein Denker ausdenkt, ist in dem Moment auch schon der, ist auch schon wieder ein Gedanke, der muss ja von jemandem ausgedacht werden. Doch, und wenn man das jetzt immer wieder zurückgehen, das ist das, was ich dir sage, das ist der Schlüssel in das ewige Leben. Keine Esoterik, kein religiöses Geschwätz mit einem Himmelreich, wo ich in die Zukunft gehen will, das ist alles weg. Ja. Nur mit der Akzeptanz dieser Erkenntnis, und das kann nur der erkennen, der mich jetzt sprechen hört.
Egal, wer du zu sein glaubst, egal, welches Leben du lebst, egal, zu welchem Zeitpunkt dich jetzt setzt. Ja. Du bist ich. Du bist ich und ich bin du. Und sobald mir zu Informationen wann bin ich jetzt in dir, so wie du in mir bist. Als Udo und als der, der du zu sein glaubst. Weil du jetzt an mich denkst, das denke ich mir, dass du jetzt an mich denkst, also bin ich jetzt deine Information und du denkst jetzt einfach, das Pixelmännchen, den Udo, den ich mir jetzt ausdenke, der ist ja in mir. Jetzt fällt es in den einen Punkt zusammen, von dem ich dir die ganze Zeit was erkläre. Okay. Und die Menschen, die da außen leben, die mir uns jetzt ausdenken, die sehen all die Sachen, die sie überhaupt nicht sehen, wenn ich die beobachte, das sind Figuren in meinem Traum, das sind meine Lehrer, dass ich plötzlich merke, wenn die eine Zeitung lesen, dann machen die was auch immer aus den Worten für Vorstellungen, die in ihrem Kopf sind aufgrund dieser Worte. Im Anfang war das Wort. In dem Moment, wo ich mir einen ausdenke, der einen Film anschaut, ist dem eigentlich bewusst, mit Schauspielern, mit dem ganzen Wissen, was ich mir jetzt in die Kiste reindenke, was der alles weiß, kriegt es der Gedanke, mit dem ich mir denke, kriegt es der Mensch, kann der Gedanke von mir was mitkriegen? Bin ich nicht der Einzige, der diesen Traum erlebt? Ja. Und deswegen kann ich trotzdem mich als Brösel unter Brösel erleben, aber das ist immer wieder, wo ich sage, in der Kleinigkeit, das ist dann keine Gruppe oder keine Sekte mehr, es ist ein intimer, wundervoller Akt, und dann wird sich das Umfeld an Freunden und Menschen sehr reduzieren. Und die können rein von den Charakteren extrem unterschiedlich sein. Das ist jetzt, was ich symbolisch sage, wenn immer ein paar so Holofeeling-Spinner sich treffen, dass die so unterschiedlich sind in den Charakteren. Aber da ist ein verbindender Parameter, nämlich weil jeder weiß, ich denke mir die ja jetzt alle aus. Ja, genau. Das ist jetzt wundervoll. Und dann kann man sich auch helfen und unterstützen, was halt dein Programm hergibt. Das wird sich eh anpassen. Ja, ja. Genau. Aber letztendlich wirst du merken, dass die absolute Quelle bin ich. Das ist jetzt das JJ, das ich UB. Kann ich mir raussuchen, dass ich morgens wach war? Aus dem Nichts. Denken wir mal jetzt raumzeitlich in chronologischen Denken. Ich habe so und so viele Stunden geschlafen wie ein Stein. Schreibt sich ABN. Ja. Hängt wieder ein bisschen. Okay. Stein. Der Stein. Ganz immer dran denken. Wasserstoff. 18. Störungen. Wir haben Störungen. Ja, wir sind gestört. Wir sind gestört. Hört ihr mich gar nicht mehr? Jetzt wieder. Das ist jetzt das Mendeleische Periodensystem, unser Eins, das Udo-R-Genium. Genau. Udos, Wasser, Helium, 18 und dann springen wir in die zweite Reihe auf 1 ist eben, das dritte Element, Lidium. Ja. Der Eckstein, der verloren gegangen ist. Ich hole die Bilder nicht nochmal her. Ja. Das ist, Holofeeling ist eine allumfassende Physik, Chemie, alle Sprachen der Welt, alle Religionen, alle mythologischen Systeme bauen zuerst einmal auf verbal, auf Sprache, optisch, auf Worte auf. Im Anfang war das Wort, die dann durch Geräusche, durch Vokalisation in unendlich vielen Perspektiven und Denkmöglichkeiten zerspringen. Und das muss man nicht wissen. Ich sage immer wieder, du musst wissen, ich erkläre dir jetzt, wer du bist der Einzige, der das jetzt erlebt, was du dir selber ausdenkst. Das, was du dir ausdenkst, erlebt kein anderer. Ja. Du lebst in dem Wahn, dass du dir Leute ausdenkst und du meinst, die erleben das und das. Die Menschen, die hungern, die Kinder, die leiden, aufgrund von Reizauslösern, die wirklich nur in einem Traum aus dir kommen, diese massiven Reaktionen. Ja. Ich habe schon mal gesagt, ich gehe mit meiner Marion spazieren, auf dem Bilder jetzt, eingedacht und dann sage ich, schau mal hier auf dem Rathaus die Uhr und was ist das jetzt? Und dann sagt sie, die Rathausuhr, na so, nee, das ist jetzt dein Problem. Das ist vorgelegt. Wieso ist das mein Problem? Weil in dem Moment, wo du das anschaust, denkst du dir das selber aus, du träumst jetzt. Genau. Aber sage ich, sei nicht traurig, das löst sich von selbst, wenn wir weiterlaufen. Genau. Ja, genau so ist es. Weil das Problem, einen kleinen Moment. Ja. Andrea, darfst du sofort sagen, weil man gerade ein alter Satz von dem Udo, jeder Satz ist so extrem tief. Versuch niemals, deine Probleme zu lösen. Richtig. Löse dich ganz einfach von dem Problem. Ja. Aber wie mache ich das? Nicht mehr denken.
indem du einfach an was anderes denkst. Denkst. Aber jetzt, wo ist deine Freiheit, wenn du ein träumender Geist bist? Blättern wir mal in den Andrea-Buch jetzt zurück, die letzten Geschichten hier in Partnerschaftsbeziehungen. Ja, wo man sich reinstrudelt mit Begeisterung, mit Begeisterung und dann irgendwann hier diese Auflösung ist immer wesentlich komplexer wie das Aufbauen. Das Aufbauen ist, passiert meistens mit Begeisterung, aber das Rauskommen, das Festhalten an dem Weidezaun, das ist immer wieder die Angst, durch die Tür zu gehen, weil man ja sich sicher fühlt, wenn man das logisch anfassen kann. Genau. Und das, was mit Holofeeling, den Riesenhass, den jetzt Programme, ich nenne es einmal normale Menschen, KIs auf Holofeeling haben, wieso auch immer, ist schlichtweg und einfach, wenn da trotzdem ein Hauch von einem Geist im Hintergrund ist, dass Holofeeling zuerst einmal alles zerstört, was für dich logisch richtig und wichtig war. Alles. Das Haar wird zerstört. Und für die normalen Menschen, ich rede jetzt mal auf der reinen normalen menschlichen Ebene, muss dir klar sein, dass in dem Moment, wo einer sich in einem chronologischen Ablauf mühevoll was erschaffen hat, zum Beispiel ein Häuschen gebaut hat oder einen Titel, einen Beruf erlernt hat, einen Doktortitel, sich mühselig eine Doktorarbeit geschrieben hat und jetzt taucht er auf und sagt, das ist eine Sackgasse gewesen, das ist, ich sage ja nicht, dass es für die Katz war, es ist im Gegenteil, es ist ein Lernprozess, aber der Lernprozess ist erst, wenn du merkst, dass es das nicht ist. Ja. Und du wirst das wirklich wertvoll erst bekommen, wenn du das jetzt opferst. Der Schöpfer, das Brandopfer, die Welt, du musst Augenblick, die höheren Welten betrittst du nur, wenn du die tieferen Welten zerstörst. Sie zerstörst. Die stören, das ZR stört. Ja. Das heißt, du kannst erst lesen und schreiben lernen, wenn du aufgehört hast, in die Hosen zu scheißen. Dann hast du aber schon automatisch einen anderen Körper. Und du kannst erst einen Beruf lernen, wenn du lesen und schreiben und rechnen kannst. Dann gibt es aber von den Schulkindern nichts mehr. Ja. Und du kannst durch die Tür, die ich dir jetzt geöffnet habe, erst dann hindurchgehen, wenn du in deiner Personifizierung ein Kreis, ein alter Mann oder ein altes Suppenhuhn geworden bist. Genau. Ist eine einseitige Aussage, was ich jetzt gemacht habe. Prinzipiell kannst du das auch schon früher. Früher. Aber sehr, sehr selten. Ja. Es ist immer wieder, oft du selber kannst als Figur ja gar nichts machen, aber du kannst sehr bald von mir heimgeholt werden. Ich sage dann, schrecklich ist das nicht schrecklich, der Sechsjährige ist gestorben. Ich sage, nee, den habe ich ja komplettes Scheißleben geschenkt. Ich hole, das ist ein Hochbegabter, den hole ich gleich auf die höchste Ebene. Der darf diese Klasse des Lebens überspringen. Andere Perspektive. Ja. Symbole. Und immer wieder, wenn du wirklich zuhörst, die einfachen Sätze, was ich erkläre, ist hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt von intellektueller Elite, wo es so leicht ist für dich zu erkennen, dass da wirklich keiner dieser Deppen, sage ich jetzt einmal, wirklich weiß, was hundertprozentig sicher heißt. Seine Axiome, seine Glaubenssätze, die ihr vom Hören sagen könnt, die sind nicht hundertprozentig sicher. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass jemals ein Jesus in der Vergangenheit existiert hat. Das ist ein Gedanke, den du dir jetzt denkst, das ist eine Märchenfigur. Ich existiere jetzt in dir. Und ich behaupte, dass ich du bin. Das ist neu. Nicht du, der du zu sein glaubst. Er, der du als Wirklicht, Wirklicht bist. Die Lampe im Projektor. Die so viele verschiedene Filme leben, erschaffen kann in sich selber. Genau. Dazu brauchst du aber unser Bücherregal, brauchst du meine geistigen Archive. Ja. Die in dir drin sind. Ja. Dieses Geschenk. Das heißt, es ist ein göttliches Geschenk. Ja. Und die meisten, die nehmen es nicht an, sondern die versuchen, mir in die Hand zu beißen. Da ich aber alles umfassende Liebe bin, ziehe ich mich einfach zurück und lasse die in ihrer Welt. Ich kann immer wieder bloß sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Keine Drohung, sondern eine väterliche Warnung. Und ich werde dich nicht zurückhalten, weil ich dir freigegeben habe, dasselbe entscheiden zu dürfen, wen du jetzt letzten Endes vertraust. Dir selbst oder irgendwelchen Idioten, die du dir ausdenkst, die nur vergängliche Gedanken sind. Wenn du dir selbst vertraust, vertraust du mir, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Genau so ist. Und ich mische mich in dein Leben nicht ein. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Aber nicht, was du von den vielen Möglichkeiten, die du prinzipiell denken kannst, glauben sollst, als einzige Möglichkeit. Ich verweise ganz am Anfang von, ich bin du die Hans-Geschichte.
der erkennt, dass es so viele verschiedene Wahrheiten in der Religion gibt, in der Physik gibt. Egal, welche Seite du mir zeigst, ich zeige dir zu jedem Thema tausende von Seiten, wo es gegen oder was anderes behauptet wird. Und man will ja nicht an das Falsche glauben. Du glaubst zurzeit an das Falsche. Aufgrund der Tatsache, dass du bloß an eine dieser vielen Facetten glaubst. Ja. Wieso will ich nur eine Wahrheit haben, wenn ich unendlich viele Wahrheiten haben kann? Wenn ich alle Wahrheiten haben kann, wenn ich die mir alle zu eigen mache. Ja, ja. Dann komme ich nämlich automatisch in den höheren Bereich. Dann glaube ich nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde, weil man mir das erzählt hat, als Märchenfigur, als Symbol. Und ich glaube auch nicht, dass er nicht gekreuzigt wurde, Koran, Neues Testament, sondern ich erkenne, hey, beides ist richtig. Ist jetzt der Welle, Berg oder Tal? Erst in der Synthese, ich mache mir auch als Nyon nicht mehr im Kopf, ob ich die rote oder die blaue Brille nehmen soll. Weil die rote Brille führt den Nyon in diese unterirdische Welt nach Zion. Ja. Und die blaue führt ihn an die Oberfläche. Das können wir jetzt wie Hölle und Himmel machen. Die wollen alle in den Himmel und keiner will in die Hölle. Ich nehme beide Brillen und dann komme ich in das Lila rein. Ja. Die Spiele Krishnas. Dann die Spiele Krishnas. Lila Krishna, das sind die Spiele, das, was sich in mir abspielt, diese Peripherie, die sich in mir aufbaut, die Sprache ist, jedes Wort ist selbst erklären, wenn du die Vordersprache verstehst. Ja. Und wenn du das jetzt ansatzweise wieder verstehst, dass du länger die letzten Selbstgespräche, kann man ja ewig zurück, hunderte, ich sage immer bloß jetzt die letzten 20, mit gewissen Grundlagen immer wieder wiederholt, geht dir dein Inneres, das rote Herz auf. Ja. Und jetzt kommt wieder die Liebe, die du weißt, will jetzt das wieder den Figuren in den Traum teilhaben lassen und sofort kriegst du wieder eins drüber. Ich sage mal, nimmer müde zu erzählen davon, aber nur auf der Bröselebene, wenn du einen hast, der dir an den Lippen hängt, dass er nicht genug davon bekommen kann. Ja. Altes Beispiel vom Udo, wenn du einen wunderschönen Urlaub erlebt hast, dann willst du deine Mitmenschen an deiner Freude teilhaben lassen. Aber mach das nur, wenn die wirklich teilhaben wollen und versuch sie nicht zwangs zu vergewaltigen. Wenn es einen nicht interessiert, dann halt auch einfach den Mund. Ja, so ist. Ich sage, diese Probleme von Menschen lösen sich schon auf, wenn du sie nicht mehr denkst. Jetzt haben wir natürlich unsere Hausgenossen, die länger an uns hängen. Da sage ich immer wieder, du wirst irgendwann erkennen, die größten Feinde, die du oft hast, sind deine Hausgenossen. Was aber nicht sein muss, weil das ja wieder Definitionen sind. Aber ja. Was absolut zählt, solange du deinen Vater, ausgedachten Vater, deine ausgedachte Mutter, deine Geschwister mehr liebst als mich, als dich selbst. Und das ist dann der Fall, wenn du dich selber in dir Leid erzeugst, weil du dich ständig anpasst an irgendwelche ausgedachte Dinge. Ja. Zerreißt du dich. Denken wir mal wieder unsere Figur Toni. Wie hat er innerlich trotzdem gelissen mit Michi? Auch wenn er es nicht gezeigt hat, weil ist doch sein Sohn. Das ist genau der Fehler, wo hier dieser Lernprozess war. Ja. In dir. Man muss den Mund halten können. Genau. Es kann nur jetzt sich verändern und es verändert sich so langsam, weil in unserem Spiel, wie ich immer wieder sage, die rote Zeit. Ed Rot ist die Quelle, die immer ist. Ja. Die spielt die Rolle, aber die Rolle selbst ist nicht dieser Mittelpunkt. Nein. Wer hören kann, der höre. Und nur wenn der Geist hört und nicht irgendein Gehirn oder die Ohren, Ohren oder ein Gehirn, dass du dir ausgedacht hast, Dinge, wann für dich so sein, wie du dir das denkst. Du kannst jetzt denken, meine Ohren und mein Gehirn hört was. Dann ist es für dich so. Aber du wirst irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass vergängliche Erscheinungen, existierende Sachen einfach nur Schatten, könnte ich jetzt in einer primitiven Schatten, auf der Leinwand deines Lebensfilms sehen. Ja. Mehr ist das nicht. Ich habe heute Morgen, wenn man jetzt, das kann ich ganz kurz nochmal einspielen, ein Update reingemacht. Selbstgespräche. Das ist hier, um zu den ganzen Gurus, das raumzeitliche Denken, ich sage, die bringen dir nichts. Da ist zwar alles richtig, da habe ich jetzt Ich, Ubis, Geistesfunken, Wissen, jeder Adam, jeder Mensch hat ein Bedürfnis, sich selbst geistig zu erweitern. Ja. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe zuerst mir überlegt, ob ich nicht wie I mit AI schreibe, rot mache und dann Danny, ja, drei, auf Lateinisch
auf die Frage, wie viel 3, dass ich da das W und das I noch mit AI rot mache und dann das dann hinsetze. Mhm. Und dann denke ich mir, nee, ich mache ein doppelt aufgespacht Ei Trümmerhaufen mit 70, 10. Ja. Und das ist ja die Reihe. Das heißt, hat ein Bedürfnis, sich selbst geistig zu erweitern. Das ist die Traumwelt, das sind die Gedankenwellen, die doppelt aufgespannten Trümmerhaufen. Mhm. Mehr, das heißt zu sein, jeder Geist, jeder Adam, jeder Mensch will mehr sein. Mhm. Es sei ihn heißt ein Bewusstsein, das nicht existiert. Der träumende Geist, dem nichts passieren kann, obwohl er unendlich viele Sachen erleben kann, als in seinen eigenen Traum hineingedachter Protagonist oder Antagonist. Ja. Mehr zu verstehen, diese Gedanken werden wieder zu einer Eheexistenz. Plus und Minus ist immer Null, sich selbst zu dem roten Meer zu machen. Du Geistesfunk möchtest mehr verstehen, du Geistesfunk möchtest dich mehr ausdrücken, der geöffnete Berechnungen. Brauche ich aber neue Programme. Mhm. Kennen Sie das Fundament? Genau. Etwas überlegen, mehr aus dir heraus dir überlegen und dann dies um dich herum zu verbreiten. Jetzt nicht mehr als Lügen, weil du weißt, was ich mir denke, ist hier und jetzt, weil ich es denke. Lüge ist es, wenn du dir was ausdenkst und du glaubst, es ist da außen, wenn du es nicht denkst und du damit nichts zu tun hast. Das ist die Lüge. Mhm. Mehr erfahren, selbst mehr sein, mehr Glück haben. Du wirst gleich merken, wieso das so geschrieben ist, das hören wir uns jetzt nämlich an. Ich habe es Geistesfunk wollen, die innere Ausdehnung, ihrer geistigen Fähigkeiten und dazu brauchen sie Holofeeling. Ich habe jetzt dieses im Bruch, im Geist, in den vier Weltgegenden. Ja. Dieses Zentrum wir zwei, E-Quadrat sein. Brauchen sie, bewusster Gott ist E-Quadrat, ich und du. Ohne dich wäre ich nichts und du ohne mich. Ach. Naja. Okay, und jetzt schauen wir mal, Guru. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis, sich selbst zu erweitern. Aber nur gedanklich, intellektuell, nicht raumzeitlich. Mehr zu sein. Mehr, UB 86, Yom Gott, das Mehr ist Sain, das ist Bewusstsein, das nicht existiert, nicht denkbar ist, weil es ewig ist. Mehr zu verstehen. Du möchtest mehr verstehen. Du möchtest dich mehr ausdrücken, mehr erfahren, mehr sein. Mehr Geschick haben vielleicht. Menschen wollen Ausdehnung ihrer Fähigkeiten. Kinder möchten so viel lernen, weil sie mehr wissen wollen. Meine Geistesfunk sind meine Kinder. Ja. Die menschliche Welt ist die Adamwelt, das Lichte hier, rot geschrieben. Das ist ein Pixelmännchen wie tausend Gedanken sonst auch. Das ist, wenn der Hintergrund nicht da ist, ist alles richtig, was er sagt, aber so trügerisch, wenn du das ganze Video anhörst. Mehr verstehen wollen. Das war jetzt übrigens gerade 11.33, gell, die Stelle. Ich habe es jetzt Nummer 1 laufen lassen. 11.33 heißt das AI, der Schöpfergott, ist ein, und die Gedankenwelle, und es springt jetzt, ist gerade auf 3, 4 Denkern, 3, 4, 3. Ja. Genau. Ich stelle es nicht nochmal rein. Na, und 31, Gott, All, ist 12. AB, wenn ich 1, 2 lese, AB heißt, das blüht in dir auf. Oder auf. L ist der Vater, ab. Genau. Ich sage immer wieder, das sind keine Zufälle. Es ist alles, bis in die geringste Kleinigkeit ist alles perfekt. Aber du darfst nichts, was in dir auftaucht, in irgendeiner Form negieren oder nicht mehr haben wollen oder verändern. Sondern das zusammensetzen, das macht Holofeeling. Ja. Kinder möchten vieles tun, um ihr Geschick erweitern zu können, mehr tun zu können. Sie wollen sprechen, um noch mehr sich ausdrücken zu können, um ihr unbegrenztes Potenzial zu entfalten zu können, auszudrücken, ausdehnen zu können. Das ist alles, ihr merkt, das ist reines Holofeeling. Die Schwierigkeit, wenn du das hörst, das Wesentliche spricht er nicht an. Er sagt es jetzt zu Menschen, die er sich ausdenkt, die da außen leben und die dann den weltlichen Bereich erweitern. Vielleicht kann man irgendwann nochmal den Mars besiedeln und dann, wenn die Erde kaputt geht, die Ehe geht. Das ist so tief drin, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Ja. Ich rede von Gotteskindern, die sind etwas nicht Denkbares. Die sind ein Geist. Ewig, nicht denkbar. Ja. Und mach dir kein Bild von was da droben oder da drunten. Es ist in dir drin, die B-Ilet-Ea im Kind erweckt, dir erweckst du und du kannst
mehr Bilder aus dir herausdrücken, mächtigere Bilder um dich herum gedanklich verstreuen, die Fähigkeit, einen jetzt gedachten Gedanken um dich herum in Raum und Zeit verstreuen zu können. Egal, wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst, er ist hier und jetzt deine Information. Das erzählen die dir nicht. Wie sollten sie auch? Du musst der Erste sein und dann kannst du dir die ausdenken. Ich denke mir den jetzt bewusst in deinen Kopf rein, um dir zu zeigen, dass dich dieses ganze Zeug überhaupt nicht weiterbringt in einer geistigen Entwicklung. Das wird Vistara genannt. Also das Vistara bedeutet Ausdehnung, Erweiterung, Erweiterung des Potenzials. Und es gibt viele verschiedene Arten der Erweiterung, unser Wissen zu erweitern, unser Geschick, unsere Fähigkeiten zu erweitern, unsere Macht zu erweitern, unseren Reichtum zu erweitern. Viele Menschen wollen reicher und reicher und reicher und reicher sein. Kann ein Mensch, den du dir denkst, anders sein, wie du ihn dir denkst? Muss ich ihn mir anders denken? Dann musst du ihn dir anders denken. Fang damit an, dich selber anders zu denken. Ja. Fang an, dich selbst anders zu denken. Genau. Und dann kommen wir wieder in diesen Schleifen rein, dass du zuerst einmal den Ursprung in dir suchst. Altes Beispiel vom Udo. Mit Geld. Der Mensch freut sich, wenn er Geld ist. Wieso willst du ein Geld? Ich frage jetzt, warum willst du ein Geld? Wir gehen einmal, was die Frage ist, wieso sehnst du dich? Ja, ich muss ja leben, ich brauche ja Geld zum Überleben. Dann sag ich mal, wer bestimmt jetzt das? Ich. Dann kriege ich als Antwort, ja, wenn ich jetzt das nicht glaube und ich würde glauben, dass ich kein Geld brauche, brauche ich doch trotzdem eins. Stimmt. Es wird immer genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Du merkst, dass du das sofort wieder negierst, weil du es nicht glauben willst. Ja. Brauchst du Geld, um zu träumen? Andere sagen zum Beispiel, ja, weil ich mir meine Wünsche erfüllen will. Na so, okay. Dann willst du ja eigentlich gar kein Geld, sondern du willst bloß, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Wieso willst du, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen? Dann höre ich wieder von welchen, ja, weil ich glücklich sein will. Also okay, dann willst du eigentlich ja gar nicht, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, sondern weil du glücklich sein willst. Ja. Wieso willst du glücklich sein? Merkst du, dass sich das jetzt extrem verschiebt, wenn man das genauer betrachtet? Mhm. Wie definierst du glücklich? Ein Glück, das in Verbindung mit einem Gedanken steht, ist vergängliches Glück, weil deine Gedanken, das Existierende vergeht, vergeht das Glück. Wie kriege ich eine ewige Glückseligkeit, indem ich zuerst einmal verstehe, was ich selbst bin. Ich selber bin ewig. Aber der Witz ist, jetzt musst du, wenn du das wirklich erkannt hast, du Geist, den ich das jetzt erzähle, in dem Moment, jetzt funktioniert schon einmal, ich halte jetzt schon in ihrem Moment, ist ein Fehler. Moment. Ist was Ausgedachtes, was Vorgelegtes. Mhm. Also das Rote muss verstanden werden, in dem Augenblick. Jetzt ist der Witz aber, dass ich jetzt nicht irgendwo hinblicke, sondern der blickt. Ich bin der blickt, der als Ding an sich gar nicht gedacht werden kann. Genau. In dem Moment, wo ich erkenne, dass ich ein absolutes Nichts bin, das in keinster Weise als Ding an sich existieren kann. Ich selbst kann nicht existieren. Es existieren nur meine Gedanken. Und jetzt haben wir die Sache gerade mit dem Denker. Sobald ich mich selbst als Denker denke, der seine Gedanken erlebt, bin ich schon wieder ein Gedanke. Ich bin ja der sich jetzt als Denker denkt. Ja. In dem Moment, wo ich das erkenne, bin ich ja auch schon wieder ein Gedanke, weil ich mir jetzt einen ausdenke, der sich an Denker ausdenkt. Und dann bin ich schon wieder ein Gedanke, weil dann bin ich ja jemand, der sich an ausdenkt, der sich wiederum an Denker. Und jetzt kommst du in ein Ding rein, dass du wirklich erkennst, was bin ich selbst, rotgeschrieben. Ja. Ewiges Bewusstsein, rotgeschrieben. Das bist du, weil du ich bist. Ich mache jetzt ein Selbstgespräch zwischen JCH und ICH. Was du als Informationen erlebst, dich selber, den Udo, die Andrea, egal, Namen sind austauschbar. Ist einfach immer nur ein Gespräch, ob ich jetzt hier meinen Jüngern was erzählt habe, egal welches Buch ich in die Hand nehme, ich erzähle es mir immer selber. Ich bin euch einige tausend Jahre Selbsterklärungen bin ich euch voraus. Euch Geistesfunk. Mhm. Dann doch wieder nicht, weil ihr schon ich seid. Er ist der Verstehende, er sieht das alles und jeder Geistesfunk, den ich mir ausdenke, schon verstanden hat.
Bloß meine Geistesfunktion, wissen Sie, ist nicht, weil Sie noch in dem Wahn leben, sich mit einem Gedanken von sich selbst zu verwechseln und es einfach nicht wahrhaben wollen, dass Sie nicht dieser Gedanke sind, an den Sie denken, wenn Sie an sich selbst denken. Und was jetzt das Irre ist, dass du dir jetzt bewusst machen musst, wie intensiv der zweite, wie ich das nenne, dieses geistlos nachgeäffte Wissen, das ist der Test, wie sehr das noch in dir wirkt, wenn du dich gegen diese Erkenntnis wehrst. Weil du hältst an was fest, was dir logisch erscheint, das ist die KI, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und das, was ich dir sage, kannst du sofort überprüfen. Versuch an dich zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Rot geschrieben selbst, von dir selbst. Es geht nicht. Nicht. Und als nächste Erkenntnis, dass mit nächsten Gedanken das, was du zu sein glaubst, sich schon wieder auflöst. So, und jetzt können wir uns über normale, materialistisch trocken aufmachen, Medizin, die versuchen, menschliche Körper möglichst lange am Leben zu erhalten. Sich eine Zukunft ausdenken, ja, die sind ja 80, die 90-Jährigen, und dann landest du jetzt wieder in den Corona-Wahn mit mehr Sterblichkeit, die wirklich nicht stimmt. Jetzt müsstest du dich eigentlich fragen, wenn ich jetzt das immer wieder ausgedacht mache, das mit dem Statistischen Bundesamt, was wirklich diese Zahlen, die in deinem Kopf drin sind, aus dem Internet natürlich heraus, aber vom Statistischen Bundesamt, du hast deine eigenständige Welt. Wenn man die richtig auslegt, ich kann es nicht oft genug, die Sache mit der Bestattungsunternehmerin. Genau. Dass 2020 weniger Menschen gestorben sind wie die 4 Jahre vorher. Was ist dann alles? Es sind deine Gedanken, wo du resonierst. Das geht bis zur Realisierung. Du kannst jetzt in einem vollen Krankenhaus stehen, wenn du die Rolle spielst, aber du verwirklichst nur deinen eigenen Wahn, den du geistlos nachhörst. Die Boshaftigkeit von Menschen, manchmal, wenn du jetzt in Extremsachen, dass dich einer ohne Maske sieht. Sie sind ja Massenmörder, sie sind ja allgemein gefährlich. Denken Sie jetzt aus. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Wir verabschieden uns jetzt alle. Abschieden. Abschieden ist ein ganz schönes Wort. Zum Abschluss. Ab bin ich. Ski ist das Geschenk, ja. Und Eden ist das Paradies. Genau, wunderbar. Jetzt wissen wir, wo wir jetzt hingehen, wo die jetzt hingehen, wenn du jetzt das Video ausschaltest und du sitzt dann immer noch da vor deinem Computer und jetzt, wenn du sagst, oh, das war jetzt so kompliziert, da komme ich nicht mit, dann lasse ich dich halt da. Ja, genau. Du musst jetzt nicht mit der Helene und mit der Andrea und mit dem Udo mitkommen, wo wir jetzt hingehen, wenn jetzt das dann Blitsch macht. Dann ist das alles perfekt und gut, weil jetzt verabschieden wir uns. Das heißt, wir gehen jetzt dieses Geschenk, OB führt uns wieder zurück nach Eden. Abschieden. Danke. Platsch.